Dann sage ich im Namen der BMG und auch der ÜMG herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres heutigen Vortrags oder meines heutigen Vortrags. Und im Winter, wenn eben der Schnee gefallen ist und die Saison erst einmal Pause macht, hat man eigentlich die Zeit, sich ein bisschen wieder um so grob Theorie zu kümmern, ein bisschen das System wieder auf Vordermann zu bringen, wie man sich dann am besten dann merken kann, welche Gattung wohin gehört, welche Art wohin gehört. Das heißt, Gattungsmerkmale zu pauken für zum Beispiel Pilzbraterprüfung oder Gattungsmerkmale zu wiederholen für die engagierten Feldmykologen schadet nie. Und während der Saison ist man meist mit den Arten beschäftigt. Das heißt, wir wollen ja Arten bestimmen. Und wenn wir keine Arten vor der Nase haben, kann man vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, um Gattungen anzuschauen. Das war so die Idee, die ich hatte, um jetzt im Winter einen Gattungsvortrag mal anzubieten. Das Ganze kam auch über die Idee der Pilzberaterausbildung, weil dort natürlich im Rahmen unserer Pilzberaterausbildung auch die Gattungen recht im Vordergrund stehen. Denn wenn man sich ja, später weiter einarbeiten möchte, mehr Arten kennenlernen, muss man erstmal die Gattungen kennen. Der heutige Vortrag ist allerdings ein bisschen über dem Pilzberaterniveau, weil wir natürlich schon ein bisschen in die Tiefe gehen, was die Gattungen geht. Aber es bleibt großteils bei der Makroskopie. Ich werde also wenig Mikromerkmale mit reinnehmen, nur da, wo es dringend nötig ist. Und das erste Bild, was wir jetzt schon sehen, wo die Überschrift ein bisschen stört natürlich, zeigt, dass hier Lamellen ja, Richtung Stiel gehen, dann aufhören. Und hier ist sogar das Fleisch noch eingetieft, also doppelt eingetieft. Und es hat sich so der Begriff Freiblättler etabliert für Pilze, die wohl offensichtlich freie Lamellen haben sollen. Aber das ist so ein bisschen schwierig zu nehmen als Definition. Wenn wir uns den Pilz hier anschauen, ein grauer Wulstling, Amanita excelsa, sehen wir zum Beispiel, dass auf dem Foto auf der linken Seite die Lamellen im 90-Grad-Winkel angewachsen sind. Rechts sind sie ein bisschen angefressen worden, vielleicht auch ausgebuchtet, mit Zahnrad laufend. Das heißt, die Lamellen sind nicht frei und trotzdem sagt man, dass die Amanita-Arten von Blätterpilzen zu den Freiblättlern gehören. Und da muss man den Begriff ein bisschen ja, anders auffassen. Was man vielleicht sieht, ist, dass hier im Fleisch so ein bisschen Konsistenzunterschied oder Strukturunterschied zu sehen ist. Hier ist das Fleisch recht glatt und da ist es richtig schwammig. Man sieht hier eine Linie, so fast halbkreisförmig, bogenförmig, wo es die beiden Bereiche abtrennen, unterscheiden lassen. Da ist mal ein bisschen mit ein paar Pfeilen markiert. Und dort ist eine sogenannte Sollbruchstelle. Das heißt, hier im oberen Bereich sind sehr viele Kugelzellen angelegt. Das Fleisch ist deswegen sehr dicht. Erinnert so im Mikroskop an das Fleisch eines Täuplings. Und deswegen bricht der Stiel hier auch wie ein Apfel. Das heißt, bei Amanita zum Beispiel kann man wirklich sagen, das Stielfleisch bricht wie ein Apfel, wie ein Spröttblättler, aber halt vor allem an der Stielspitze, weil dort sehr viele Kugelzellen angelegt sind, um eine Sollbruchstelle zu bilden. Und jetzt kann man schauen, welche Gattungen noch so eine Sollbruchstelle haben. Und dann wird man sehen, dass viele oder die meisten der Gattungen, die am Hut-Stiel-Übergang eine Sollbruchstelle haben, auch freie Lamellen haben. Aber eben nicht alle. Das heißt, die Begrifflichkeit Freiblättler wäre vielleicht besser als Freihütler oder Stiel von Hutbrechlinge, das klingt aber alles etwas hölzern, anzuwenden. Denn wenn man Freiblättler wortwörtlich nimmt, dann denkt man auch, dass zum Beispiel Amanita freie Lamellen hätte, was dann zu Verwirrung führen kann, weil es einfach nicht immer oder häufig gar nicht stimmt. Und wenn ich dann andere Pilze mit freien Lamellen anschaue, wie hier diesen etwas madenzerfressenen Nelkenschwindling, den wird keiner zu den Freiblättlern stellen, obwohl er freie Blätter hat, weil Hut und Stiel verwachsen sind. Die Sollbruchstelle ist künstlich, das ist tierisch, sekundär eine Sollbruchstelle. Das Fleisch selber ist einfach ohne ja, einen Übergang ins Hutfleisch übergehend, also ohne abgesetzte Zweiphasigkeit sozusagen, Kugelzellen und wieder Hyphen, die normal ausgeprägt sind. Und man kann hier den Stiel nicht vom Hut trennen. Es gibt sogar beim Rüblingsverwandten im weiteren Sinn sogar Arten, wo man dann den Stiel mit rausreißen kann, wo es bis zum Huthaut, das praktisch durchgehend ist. Da spielt der knopfstielige Rübling. Da sieht man es auch deutlich. Auch der kann freie Lamellen haben, muss aber nicht. Das heißt, die Lamellenanwuchsweise ist es eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn wir die Freiblättler anders definieren wollen, dann ist das Wichtigste die Sollbruchstelle zwischen Hut und Stiel. Der Begriff hat sich aber trotzdem eingeprägt und etabliert. Und ja, man wird es nicht schaffen,
das wieder aus der Literatur rauszubekommen und einen anderen Begriff dafür zu verwenden. Deswegen müssen wir einfach da ein bisschen umdenken, ums Eck denken und sagen, das ist historisch bedingt, dass man Freiblättler nimmt als Begriff für die Arten, wo zwischen Hut und Stiel eine Sollbruchstelle angelegt ist von den Lamellenpilzen. Das heißt, die kann aus Kugelzellen bestehen oder auch aus stark aufgeblähten länglichen Zellen. Bei Agaricus habe ich es mal angeschaut, das sind keine Kugelzellen, falls bei einem Zuchtchampignon nicht. Bei Dachpilzen muss ich selber mal anschauen, wie es aussieht, wahrscheinlich wieder Kugelzellen. Aber da muss man eben, ja, für uns ist es erstmal egal, weil makroskopisch kann man einfach sagen, man kann den Stiel leicht vom Hut trennen. Wenn man nicht aufpasst, bricht das von alleine ab, welchen Sinn das auch immer haben mag. Lamellen sind eben oft frei, aber nicht bei allen Freiblättlern. Das heißt, sie müssen nicht frei sein. Das heißt, die freien Lamellen sind nicht entscheidend. Und jetzt haben wir Vertreter aus drei Familien. Die Agaricaceae, die Champignonsverwandten, die Amanitaceae, die Knorrblätterpilzverwandten und die Bluteaceae, die Dachpilzverwandten. Bei diesen drei Familien treten eben genau diese Merkmalskombinationen auf. Das heißt vor allem die Sollbruchstelle, und wir nehmen natürlich jetzt beim Vortrag nur die Lamellenpilze her. Also wenn es aus den Agaricaceae, die ganzen Stäublinge, kann ich schlecht als Freiblättler bezeichnen, die haben ja gar keine Lamellen mehr. Das heißt, es geht nur ganz klassisch um Lamellenpilzbestimmung. Wenn ich jetzt mal die Dachpilzverwandtschaft anschaue, mit dem fange ich mal an. Das heißt, ich mache alphabetisch, das ist von unten nach oben. Ist es in Mitteleuropa relativ übersichtlich, denn wir haben nur drei Gattungen. Die Gattung Dachpilze, die Gattung Scheitlinge und nochmal die Scheitlinge, denn die Gattung Wolvopluteus wurde erst vor relativ kurzer Zeit von den echten Scheitlingen abgetrennt. Und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, das will ich auch gleich mal zeigen, sowohl genetisch als auch morphologisch. Und die Familie wird zusammengehalten, natürlich durch die Sollbruchstelle, natürlich durch freie Lamellen, das werde ich jetzt nicht mehr mal dazu schreiben, sondern eher dann was schreiben, wenn die Lamellen nicht unbedingt frei sind. Und rosa-braune Sporenpulver, das reicht eigentlich schon. Das heißt, wenn ich wirklich dieses Mykologenrosa als Sporenpulver habe, Lamellen eh klar sind frei und ich habe eine Sollbruchstelle zwischen Hut und Stiel, dann habe ich irgendwas aus der Dachpilzverwandtschaft. Und dann ist in der Familie noch typisch, dass eine Gesamthülle auftritt, ein Velum Universale, gerne, ja, wie gesagt, Scheitlinge heißen ja so, als heutige Scheide ausgeprägt. Bei Pluteus, bei den Dachpilzen engen Sinn, fehlt diese Hülle meistens. Das heißt, es gibt wenige Arten, wo man die Hülle noch sieht, wo man teilweise noch deutlich sieht. Und die ist also hier stark reduziert, aber im Prinzip als Merkmal eigentlich da oder da gewesen. Und die Arten, die nackt sind, sind sekundär nackt geworden. Das hilft fürs Verständnis, falls man doch mal an der Stielbasis vom Dachpilz Velumreste sieht. Das Einzige, was es nicht gibt bei Dachpilzen, ist wirklich eine Scheide an der Stielbasis. Also richtig häutig an der Basis, wurde noch nicht entdeckt. Hier mal als Beispiel ein Stammbaum. Das ist jetzt auch schon Jahre, kommt schon vor 10 Jahren publiziert worden, wo man merkt, dass hier diese Gattung Wolvopluteus relativ nah an den Dachpilzen verortet ist. Wie gesagt, der Stammbaum selber löst hier unten nicht sehr schön auf. Wolvariella ist, das ist ein Gießkannenstammbaum, steht hier. Dann stehen hier die Agaricaceae auf derselben Stufe und auch nicht getrennt. Das heißt, die genaue Zusammensetzung, was wo steht, ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist eher, dass hier die Zusammengehörigkeit der Gattung Pluteus im weiteren Sinn mit Wolvopluteus zu sehen ist. Wolvopluteus wäre der größte Scheitling, also ein Pilz mit richtiger Scheide. Das unterstreicht eigentlich auch, dass auch hier in dieser Gruppe die Gesamthülle vorhanden ist. Und die Gattung hat es noch. Und bei denen, den Dachpilzen im engen Sinn, ist es großteils eben reduziert worden. Und die Gattung Wolvariella hat es auch. Und da Wolvopluteus weit weg steht, hat man es abgetrennt. Aber schauen wir uns erstmal die echten Scheitlinge an. Namensgebend ist, wie gesagt, unten die Scheide. Das reicht aber heutzutage nicht mehr aus, weil ja die Gattung Wolvopluteus auch eine Scheide hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier oben die Huthaut mal ein bisschen genauer anschauen. Und die ist bei den Scheitlingen eben, ja, so hier zum Beispiel richtig frotteartig, teilweise auch pelzig, zumindest samtig. Die Huthaut ist nie glatt oder schmierig.
dann fällt mir auf mein Dach bei den Scheitlingen, dass die Fruchtkörper meistens recht hell sind. Also Hutstiel meist sehr hell, weißlich oder weiß. Die Volva kann auch mal gefärbt sein. Ausnahmen gibt es immer. Aber es ist halt schön zu sehen, dass die Gattung ja im Prinzip leicht kenntlich ist durch die Farben. Dann Meisterfolz habe ich einen Copy-Paste-Fehler, sehe ich gerade. Es ist eigentlich meist auf dem Boden, teilweise auch vom Holz wachsend. Und es gibt auch eine Art bei uns, die auf Pilzen wächst. Das heißt, auf diversen Substrat. Das heißt, das Meisterfolz werde ich dann in Zukunft bei der Präsentation natürlich streichen. Aber die Art, die ich jetzt hier zeige, Volvariella bombycina, ist natürlich ein Holzbesiedler. Das ist eigentlich mit die schönste Art. Die hat eine recht dicke, derbe Volva und auf Artebene leicht kenntlich. Schöner Pilz und steht hier eigentlich stellvertretend für die ganze Gattung. Das heißt, hier ist die Gattungsdefinition ziemlich simpel und leicht zu merken und sollte eigentlich, glaube ich, auch jedem klar sein. Ich trage jetzt gerade zum Einführen ein bisschen Eulen nach Athen, damit es am Anfang einfach ist im Vortrag. Wenn ich aber den größten Scheitling anschaue, dann sieht man hier schon, dass die Huthaut richtig glänzt. Manchmal ist auch ein bisschen radialfaserig eingewachsen. Die kann auch grünlich gefärbt sein. Von oben sieht er manchmal aus wie der grüne Kilometerpilz. Aber im Vergleich zu den echten Scheitlingen hat man eine leicht klebrige Huthaut. Das passt nicht zusammen. Das passt eher zu den Dachpilzen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip einen Scheitling, der die Huthaut eines Dachpilzes hat. Und genetisch ist hier die Huthaut entscheidender, was auch wieder nachvollziehbar ist, weil, wie gesagt, die Hülle an sich, die Gesamthülle, ist ja Familienmerkmal. Und wie stark die ausgeprägt ist, das kann schon eher variieren. Aber ob eine Huthaut jetzt wirklich glatt ist oder richtig filzig ist, das scheint dann eher von Bedeutung zu sein. Das heißt, hier ist auch der Name ganz gut gewählt. Das ist praktisch ein Gluteus, ein Dachpilz mit Volva. Also eigentlich ein schöner Name. Das heißt, hier nochmal zusammengefasst: Huthaut glatt, feucht etwas schmierig, sonst wie Volvariella. Dann zu den Dachpilzen selber. Auch die gelten ja als Einsteigergattung. Auch wenn ich hier extra jetzt bewusst eine Huthaut zeige, die jetzt wieder irgendwie eher samtig aussieht, ist es eben hier doch ein bisschen variabel. Aber es gibt eben bei den Dachpilzen auch sehr viel glatthütige Arten. Wenn man an den rehbraunen Dachpilz denken, das hier ist Pluteus umbrosus. Der hat auch diese schönen dunklen Schneiden und flockigen Stiel sogar. Ja, was hält dann die Dachpilze zusammen? Ja, die Huthaut ist eben glatt, radialfasrig bis flockig oder rissig, manchmal auch areoliert. Und die Volva fehlt. Also praktisch, ja, ein Dachpilzverwandter, Plutiacee, ohne Volva ist bei uns gleich Dachpilz. Relativ einfach. Es gibt, wie ich vorhin schon gespoilert habe, sozusagen ein paar Arten oder weniger Arten mit Ring. Und wenn man dann in die Literatur schaut, wird dann meist geschrieben, das sei ein Teilvelum. Weil man hat immer Ring mit Velum Partiale zusammengebracht. Das ist auch eher historisch, dass sobald ich eine Ringstruktur sehe am Stiel irgendwo ist, sagt man, das ist Teilhülle. Wenn man aber schaut, wie es genau hervorgeht, dass die Teilhülle eigentlich hängt, so hängend ist und die Gesamthülle aufsteigt und man die Ringe genauer anschaut, wird man sehen, dass es eher oder das ist einfach in dem Fall doch Gesamthülle, auch wenn es im Artikel manchmal anders bezeichnet wird. Dann bei Dachpilzen ist der Hut meist nicht weiß, es gibt auch weiße Arten, es gibt auch Albinos, es gibt Arten, die auch wirklich weiß sind, es gibt aber auch oft gelbe Arten, gelbbraune Arten, braun, rotbraun und so weiter. Das heißt, hier haben wir von weiß, vor allem mit vielen Brauntönen, das ganze Farbspiel, was möglich ist. So, jetzt zeige ich mal diesen Pluteus fenzlii. Man sieht eine gelbe Huthaut, man sieht, dass der Ring gelb ist. Ich habe das im Artikel rausgenommen. Der Artikel kann man jetzt zitieren. Das ist der Persunia. Da ist ein Fund, ein Wiederfund dieser extrem seltenen Art beschrieben, und zwar aus den Pyrenäen. Und in dem Artikel ging es um die Frage Cameota, eine Gattung aus den Tropen und aus Nordamerika. Das sind Dachpilze mit Ring. Ich bin mir jetzt nicht genau bewusst, wie Cameota genetisch aussieht, diese anderen bringenden Dachpilze. Jedenfalls Pluteus fenzlii wird auch genetisch angeschaut und steht wirklich einfach mitten in normalen Dachpilzen drinnen. Und das mit der Hülle zeige ich jetzt am nächsten. Das ist Pluteus arancirugosus. Der hat manchmal eben auch unten Ringstruktur übrig, manchmal Flocken.
die Flocken häufiger. Man sieht hier auch an der Stielbasis die rote Farbe. Das heißt, hier erkennt man, dass wirklich von der Stielbasis Velum kommt. Und wer sich für den gelben Plutus Wenzeli interessiert, man kann einfach googeln, Namen eingeben, Google-Bildersuche. Und dann gibt es viele Aufnahmen, gibt es eben auch Aufnahmen, wo man sieht, dass diese gelbe Haut, die den Ring bildet, auch von der Stielbasis ausgeht, manchmal noch mit Flocken unten. Das heißt, eigentlich ist das hier auch reduzierte Gesamthülle. Das kann man bei Dachpilzen eben manchmal noch ganz schön erkennen. Ja, damit ist die erste Familie eigentlich schon durch, was kein Wunder ist, weil die ist ja sehr klein und recht bekannt. Bei den Amanita-Zehe wird es etwas komplizierter werden. Eigentlich hätte ich sagen können, zwei Gattungen. Ja, Knorrwetterpilze und die Schleimschirmlinge. Aber da hat sich einiges getan. Das heißt, da werde ich jetzt ein bisschen genauer die einzelnen Gattungen aufdröseln. Das Ganze bezieht sich natürlich immer auf Mitteleuropa oder Europa, was ich erzähle. Und da haben wir im Prinzip fünf Gattungen der Amanita-Zehe von den lamellenbildenden, nämlich Amanita selber und Saproamanita. Ich kann euch was ein bisschen darüber erzählen. Dann Limacella im engen Sinne, Limacellopsis und Zuliangomyces, die Schleimschirmlinge im weiteren Sinne. Das heißt, Limacella wurde dreigespalten. Die Merkmale sind hier wieder zusammengefasst: Sollbruchstelle. Potenziell haben sie Velum Universale und Velum Partiale. Mal das eine und mal das andere mehr oder weniger reduziert. Das Velum Universale ist meistens sehr deutlich zu sehen. Es gibt wenig Arten aus den Gattungen, die ich jetzt vorstelle, wo das Velum Universale stark reduziert ist. Sogar bei Amanita gibt es weniger Arten, wo das Velum Universale nicht so schön zu sehen ist. Dann Lamellenanwuchs eben sehr variabel hier. Ein Spornpulver weiß bis gelb, Schrägstrich grün-gelb. Und die Huthaut ist sehr dünn, tortenstückartig abziehbar, etwas klebrig bis schleimig. Diese Merkmalskombinationen sind gar nicht so verkehrt, sich zu merken, denn es gibt ein paar Amanita-Arten, die man nicht unbedingt direkt erkennen würde. Und wenn die dann zufälligerweise mal freie Lamellen haben und der Stiel ist auslösbar, denkt man vielleicht, oh, das ist doch irgendwas aus der Agarica-Zehenecke, irgendwas Schirmlingsartiges. Und ist dann in der falschen Baustelle sozusagen. Aber so eine dünne, tortenstückartig abziehbare, ein bisschen klebrige, dehnbare, gummiartige Huthaut ist typisch für die Gruppe der Knorrwetterpilzverwandtschaft. Auch hier ein kleiner Stammbaum, der erklärt, warum jetzt hier ein bisschen getrennt wurde. Amanita selber sieht man ganz gut. Es hängt natürlich jetzt alles davon ab, welche Lotsi man nimmt, wie man es auswertet. Also ich werde jetzt nicht über die Glaubwürdigkeit der Verzweigungen was sagen. Man sieht hier vielleicht höchstens, dass hier nicht so gut gestützt ist, die Seite. Aber man kann vielleicht ein bisschen erkennen, dass nach dem Stammbaum mit wenig Arten es so die Fliegenpilzverwandtschaft gibt, die grüne Knorrwetterpilzverwandtschaft und eine ganze Gruppe, da haben sie mehr reingenommen von Arten. Da steht schon Amanita praeicola. Eine Amanita, die in der Prärie Nordamerikas wächst, in der Wiese. Das heißt, das hier sind Arten, die keine Mykorrhiza bilden, also keine Ektomykorrhiza, während der Rest der Gattung bildet Ektomykorrhiza. Und aus dem Grund wurden diese Amaniten eben aufgrund ihrer Lebensweise und aufgrund des ein oder anderen Stammbaums, wo sie dann doch Eigenkleid bilden, als Gattung Saproamanita beschrieben. In anderen Stammbäumen hängt sie wieder da oben bei den grünen Knorrwetterpilzen im groben Sinn. Sind ein bisschen als Seitengruppe mit drinnen. Das heißt, das ist noch nicht ganz geklärt, ist noch umstritten mit der Gattung. Aber hier ging es eigentlich eher um Limacella. Da ist aufgefallen, dass es hier ein Kleid Nummer 1 gab, Kleid Nummer 2, dann noch eine Limacella-Gruppe und plötzlich Arten der Gattung Catadrama. Die gibt es bei uns nicht. Das sind unglaublich schöne Verwandten der Knorrwetterpilze, die tolle Flocken auf der Huthaut haben und die richtig schöne stachelige Sporen zeigen, also mikroskopisch auch völlig eigen sind. Und die stehen jetzt plötzlich so da, dass man eigentlich sagen müsste, naja, das Ganze hier, die Limazellen, das gehört mitten rein. Das hier ist noch weiter weg von der Verwandtschaft Limacellopsis. Eigentlich müsste dann auch Limazella sein und das auch. Das wird wahrscheinlich zusammenbrechen, das ist eher so ein Gießkannenstammbaum. Aber wenn, dann müsste man das, das, das und das hier, diese Clades irgendwie zusammenfassen und retten als eine Gattung. Und das wird schwierig, wenn ich sagen will, dass die nicht dazugehören sollen. Deswegen hat man gesagt, naja, gut, dann machen wir es halt gleich.
dass die Gattung bleibt, die sehr aberrant ist, mikroskopisch anders ist, die makroskopisch auffallend ist, die in den Tropen vorkommt und Subtropen, und machen halt dann einfach drei Gattungen. Hier wird Myxoderma beschrieben, allerdings ungültig, wird dann später, man sieht hier vielleicht einen Autor, Zhu Liang, deswegen Zhu Liangomyces genannt, ihm zu Ehren, des ersten Autors dieses Artikels. Dann das bleibt Limacella und hier unten, das wurde dann zu Limacellopsis. Das heißt, jetzt haben wir den Salat, 1, 2, 3, 4, 5 Gattungen in Europa im Endeffekt. Und gerade da haben wir die 6. in den Tropen. Mit Amanita fange ich mal an, aber halte mich auch nicht so lange dabei auf, weil die Gattung sollte auch, denke ich, geläufig sein. Aber trotzdem sind die Arten doch recht vielgestaltig. Der Fliegenpilz ist der Gattungstypus. Das heißt, das ist die echte Amanita im engsten Sinne, die wir haben. Und da ist eben interessant, dass die echten, engsten Gnomitapilzverwandten, die Fliegenpilzverwandtschaft, also auch Pantherpilz, auch die Scheidenstreiflinge dazugehören in die Gruppe, haben inamylöide Sporen, während die anderen Amanita-Arten, sowohl die Aberranten, die ich jetzt natürlich nicht drin habe, die Saproamaniten, als auch grüner Knolli, als auch hier der Igelwulstling, die haben alle amylöide Sporenpulver. Das heißt, ich habe hier eine deutliche Zweiteilung anhand der Reaktion der Sporen mit Melzers Reagenz. Das heißt, hier sind die Sporen, also lagern Jod an der Oberfläche ein. Während bei Fliegenpilzen das nicht passiert, dafür haben die Fliegenpilze und auch manche Scheidenstreiflinge im Stiel Jod eingelagert, nicht Jod, Entschuldigung, Stärke eingelagert, welche mit Jod dann blau wird. Das sieht man an den Septen ganz gut an manchen Stellen, geht auch ein bisschen teilweise ins Plasma über und wird als KK-Reaktion bezeichnet, die dann hier positiv ist, jedenfalls bei allen echten Fliegenpilzverwandten wie Fliegenpilz, Pantherpilz, Königsfliegenpilz und eben bei manchen Scheidenstreiflingen. Und hier bei den Scheidenstreiflingen nutzt man die Reaktion, um Arten zu differenzieren. Während witzigerweise diese Reaktion bei den anderen Amaniten mit den amylöiden Sporen nicht auftritt. Das heißt, die Stärke in die Sporen packen, haben im Fruchtkörper, jedenfalls soweit das getestet wurde bisher, nirgendwo Stärke. Die, die keine Stärke in die Sporen packen, haben im Stiel die Stärke, jedenfalls vieler Arten, nicht alle. Bei den Scheidenstreifen ein bisschen anders. Was wir jetzt auch noch sehen, sind natürlich die Venumverhältnisse. Wir sehen den Ring. Auch hier schön häutig von oben hängend. Teilvelum. Und wir sehen eine Gesamthülle, die beim Knorrbitterpilz im Grünen so richtig schön häutig ist und hier beim Einsiedlerwulstling eher flockig ist, den Stiel hochgeht und am Hut weitergeht. Das ist ein Fliegenpilzartig. Und gewöhnlich hat man so das Bild im Kopf, dass bei den Knorrbitterpilzen im weitesten Sinn eigentlich dieses Velum nicht am Stiel hochgeht, sondern von der Knolle abgeht auf den Hut drauf. Das ist eben auch nicht bei allen Arten der Fall. Es gibt auch welche, wo es wirklich am Stiel zu sehen ist. Und die Scheidenstreiflinge wiederum haben eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Gesamthülle. Hier ist sie häutig, nur beim Ernten ein bisschen verletzt worden ist der safrangelbe Scheidenstreifling. Und andere haben sie sehr bröckelig. Und einen Ring, naja, man sieht ja ein bisschen Spuren noch. Bei jungen Scheidenstreiflingen kann man teilweise noch das Teilvelum sehen. Das heißt, auch sie haben eine Teilhülle, die aber stark reduziert ist und bei den meisten Arten gar nicht mehr erkennbar ist. Manche haben beim Aufschirmen noch ein bisschen eine Cortina und andere zeigen manchmal noch ein bisschen Bandstruktur. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass nicht die Gesamthülle am Stiel hochgeht und den Ring vortäuscht. Da muss man immer bei ganz jungen Fruchtkörpern schauen, wo der Hut sich gerade aufschirmt, ob man noch ein Teilvelum sieht. Dann kann man erkennen, ja, okay, stimmt, die Scheidenstreiflinge sind eigentlich nichts Eigenes, sondern sind nur im Prinzip Arten aus der Fliegenpilzverwandtschaft, weil inamylöide Sporen, aber die Teilhülle ist so stark reduziert worden, dass es keinen Ring mehr bildet, sondern höchst noch ein bisschen ganz feine ringartige Struktur bis ja, spinnwebartig oder gar nicht mehr. Und es gibt nur einen Scheidenstreifling, der wirklich einen Ring hat, der deswegen nicht als solcher angesehen wurde, das ist der weiße Scheidenstreifling, Amanita lactea, und da fällt der Ring dann auch bald ab. Und den hat man früher zu den Kaiserlingen gestellt, die übrigens auch zur Fliegenpilzverwandtschaft, also nicht am Lidensporn gehören. Damit haben wir mal die Amaniten ein bisschen abgehakt.
Wenn man im Mittelmeergebiet unterwegs ist, dann gibt es einige Amanita-Arten, die nicht so leicht kenntlich sind, also echte Amanita-Arten. Aber ja, wo zum Beispiel dann die Gesamthülle kaum zu sehen ist, wie Amanita singeri, weil da haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, also hier in unserem Bereich Mitteleuropa noch keine Berührungspunkte. Wer sich aber ausbreitet, ist diese Art, Saproamanita vitadini. Und das zum Beispiel beim Rudi Marconis, Würzburger Raum, der hat die schon entdeckt natürlich, der Rudi findet fast alles. Und in Würzburg, da ist es warm, da ist es recht trocken, da breitet sie sich aus. Und diese ehemalige Amanita-Art ist eben kein Symbiont, sondern lebt saprob. Und das ist erstaunlich. Ansonsten wird man sagen, naja, das sieht eigentlich so ähnlich aus wie der Igelwulst, den ich vorhin gezeigt habe. Auch da geht die Gesamthülle einen Stiel weit hinauf, lockig, am Hut geht es weiter. Dann hat man die Teilhülle von oben kommend, teilweise einen schönen Ring bildend. Warum ist das kein Igelwulstling? Und also von der Verwandtschaft her. Sporen sind wieder amyloid, das passt auch. Das heißt, eigentlich kann man nur sagen, das Trennmerkmal ist die Lebensweise von anderen Amanita-Arten. Und wenn ich jetzt sage, die Lebensweise ist schon was ziemlich Starkes als Argument, dann kann man der Gattung abtrennen. Weil jetzt die Frage ist, was kam zuerst, Henne oder Ei? War die Vorläuferart, aus der Amanita und Saproamanita hervorging, bereits symbiontisch? Und ist jetzt Saproamanita sekundär saprob geworden? Oder hat Amanita im engen Sinn die symbiontische Lebensweise für sich entdeckt und erfunden quasi? Das heißt, was ist hier apomorph, was ist pesomorph, was ist neu, was ist ursprünglich? Das hat dann mit Stammbaum Konstruktion zu tun, weil die ursprünglichen Merkmale taugen nicht zusammenzufassen. Das heißt, man bräuchte eine Erfindung, die die zusammenhält. Da gibt es halt momentan nichts, weil, wie gesagt, die Merkmalsausprägung gibt es auch drüben bei den Grützerbildenden. Und jetzt kann man nicht sagen, naja, klar, sie sind vielleicht sekundär saprob geworden, dann wäre es ihre Neuerfindung. Dann ist klar, dass es eine Gruppe ist, die man definieren kann. Und die anderen sind dann vielleicht nicht definierbar durch die Mykorrhiza. Was dann vielleicht dazu führt, dass Amanita irgendwann dreigespalten wäre. Die Amylitsporigen, die nicht Amylitsporigen und die hier. Aber momentan geht da gar nichts. Das heißt, wir können da schlecht nachgraben. Wer aber mitten auf einer Wiese, weit weg von allen Bäumen, weit weg von irgendwelchen ektotrophen Zwergsträuchern, eine Amanita findet, in Anführungszeichen, die aussieht wie ein Igelwulstling in weiß und schön sparrig ist, der wird dann vielleicht mal über die Gattung Saproamanita gestolpert sein. Das heißt, so richtig Gattungsmerkmale kann ich keine angeben. Kann nur sagen, sieht aus wie Igelwulstlingsverwandtschaft, aber bildet keine Mykorrhiza. In Amerika, Nordamerika gibt es noch weitere Arten, also weltweit noch einige Arten. Und da hat man da manchmal wirklich abenteuerliche Ausprägungen der Hülle. Man sieht die Hutart überhaupt nicht mehr. Der Stiel ist hier auch noch überzogen. Also richtig mehlig. Es gibt bei Amanita im weiteren Sinn unglaublich schöne Arten. Und in Europa sind wir da etwas arm, was die Formenvielfalt angeht. Also hier mal über den Tellerrand zu schauen, ist eigentlich immer ganz nett. Und wer mal irgendwann Urlaub macht in den Grasländern Nordamerikas, in der Prärie, dann solche Arten findet, der kann entzückt sein, macht Fotos und ja, sind bestimmbar. Und es geht, wenn ich jetzt hier darauf achte, dass die Sollbruchstelle, das ist im Stiel. Lamellen sind hier wahrscheinlich nicht frei. Das ist schon ein Zeichen, dass es Amanita sein könnte. Da muss man das Velum runterbringen von der Huthaut. Und da hat man die Huthaut, die relativ dünn ist. Dann kommt man eigentlich ganz gut in die Gattung rein im weiteren Sinn. Wenn ich dann sehe, es mitten auf der Wiese, kein Baum weit und breit, dann kann man sagen, ich schaue mal bei Saproamanita und wird dann vielleicht auch fündig. Gut, das waren jetzt dann die Amaniten. Dann kommen wir zu diesen Schleimschirmlingen. Im Prinzip sagt man sich, naja, ich habe was Komisches gefunden. Das sieht ähnlich aus wie eine Amanita, aber hat keine Vulva und auch unten keine so auffälligen ja, Stielbasis-Velumspuren. Aber durchaus am Stiel sieht man dann Velumbänder, das schon. Aber auf dem Hut sieht man keine Hüllreste. Also irgendwie sieht das aus wie eine Amanita, die abgewaschen ist, aber unten keine Vulva, wie gesagt. Und der Hut ist richtig schleimig. Und das ist eine Kombination, die ist ein bisschen schräg. Dann Lamellen frei, naja, oder fast frei, nicht immer frei, aber häufig frei. Dann denkt man eher, okay, wir haben einen Schirmling. Irgendwas aus der
Jägerlingsverwandtschaft. Und manchmal wurden sie auch früher dorthin gestellt, weil ja, es ist kein Knorpeterpilz und nur die sind Knollis, also es ist kein Knolli, also irgendwas Schirmlingsartiges. Allerdings, naja, muss man hier praktisch dann sagen, ich muss halt lernen, dass wenn ich irgendwas Schirmlingsartiges habe, was wirklich richtig schleimig am Hut ist, dass da ja noch was Amanita-artiges gibt aus den Amanita-Zehen, nämlich diese sogenannten Schleimschirmlinge. Das heißt, für die Gattungserkennung ist die Familienzugehörigkeit ja erst einmal nicht so wichtig. Später dann für Ähnlichkeitsvergleich oder Lebensweise oder Mykorrhizabildung oder vielleicht auch die Hutortmerkmale ein bisschen zu deuten, schadet es aber nicht, die Familienmerkmale ein bisschen sich auch einzuprägen. Und wenn ich die Schirmlinge anschaue, im weiteren Sinne, werden wir später noch drauf kommen, die haben auch eine eigene Huthautstrukturierung ganz gerne, werde ich noch deutlich zeigen im Vortrag, auch mit Bildern. Deswegen bleibe ich erstmal dabei, dass hier eben ein schleimiger Hut zu sehen ist. Der Stiel ist trocken bis schleimig, je nachdem, welche Gattung wir vorliegen haben, diese Schleimschirmlinge. Und das Gesamtvelum bildet, wenn vorhanden, aufsteigenden Ring oder bildet natürlich auch Velumspuren am Stiel, also irgendwelche Natterungen. Das Velum partiale bildet, das hängt, einen hängenden Ring. Das heißt, manche haben eher den hängenden, manche haben eher was Aufsteigendes. Das heißt, die Strukturen am Stiel können entweder oder gebildet sein. Und die Gattungen sind nicht groß. Das heißt, hier fällt es uns relativ leicht, das zu merken. Wenn wir einen Schleimschirmling haben mit einem großen hängenden Ring, also richtig schön Teilhülle. Die Gesamthülle ist ein bisschen unauffälliger, kommt von unten hoch, aber Teilhülle bildet den großen Ring. Dann haben wir bei uns die Gattung Nemacellopsis. Die Stielbasis erinnert übrigens wieder an Amanita, finde ich. So ein bisschen abgesetzt knollig, nur dass eben keine Vulva dabei ist. Und auch der Fruchtkörper sieht irgendwie auch mit dem glatten Hut, die dünne Huthaut, nicht aufreißend, nicht fälderig wie bei Schirmlingen. Erinnert mich auch mehr an Amanita. Das heißt, ich könnte hier auch denken, das ist vielleicht irgendwie ein abgewaschener Perlpilz, bei dem die Hülle abgefallen ist. Nur ist der Hut für den Perlpilz zu schleimig, wenn es feucht ist, zu klebrig. Wenn ich dann genauer hinschaue, wird man auch sehen, dass bei dieser Art dann auch Gutationstropfen auf dem Ring sind. Und so ein großer Ring ist auch so gelandet, also so groß, richtig rockartig, ist bei Amanita auch ein bisschen seltener. Das ist natürlich auch, Fliegenpilz kann so sein. Und auch der Stiel kann Gutationstropfen haben, der Stiel selber ist aber trocken. Ich habe also ein paar schöne Merkmale, um Nemacellopsis zu definieren, vor allem durch den hängenden Ring. Hier nochmal zusammengefasst. Velum partiale bildet großen hängenden Ring. Oberseits mit Gutationstropfen, aber nicht schleimig und Stiel nicht schleimig, aber mit auch Gutationströpfchen. Deswegen auch hier in dem Beispiel der Artname Gutata, also mit Gutationstropfen, also getropft sozusagen. Dann zu Zuliangomyces. Nach Herrn Zu Liang. Und hier sieht man deutlicher, dass der Stiel schleimig ist. Eine richtige Schleimschicht. Und der Hut schleimig ist. Und dann sehe ich noch dazu, das ist auf dem Bild ganz gut zu erkennen, dass eine Art Cortina-artige Struktur vorhanden ist, auf der dann der Schleim teilweise aufliegt. Das heißt, wenn man jetzt den Pilz jung anschaut, wird man feststellen, dass die Spinnweben von oben kommen, zum Hutrand gehen, von unten geht der Schleim drauf, die berühren sich dann teilweise. Wenn der Hut dann ein bisschen älter ist, aufgespannt ist, dann bleibt dann eine Cortina an der Stielspitze übrig. Die kann auch dann sehr schnell verschwinden. Die Cortina kann auch sehr schwach ausgeprägt sein, aber die Kombination eines sehr schleimigen Gesamtvelums, das sowohl Stiel als auch Hut umgibt, das richtig schleimbarzig ist auf Bayerisch, mit einem feinen Teilvelum, sieht deutlich anders aus als das, was wir bei Nemacellopsis gesehen hatten. Nemacellopsis guttata zum Beispiel. Deswegen sind das so die richtigen Schleimer. Und es ist erstaunlich, dass bei dem Schleimschirmling, wie auf Deutsch heißt, niemand einen richtigen Schleimigen als Typusart genommen hat, weil Nemacella sieht eben anders aus, werde ich als letztes zeigen. Das heißt, daher kam die Definition von Zuliangomyces. Und hier ist eben wichtig, den Stiel anzuschauen. Der gesamte Stiel ist schleimig, wirklich der gesamte. Und das Velum partiale ist jung oft noch als Cortina erkennbar, aber es gibt keine Art mit Ring durch das Velum partiale. Das heißt, Nemacellopsis hat den hängenden Ring.
Zuliangomyces nicht. Und früher war es einfach sehr schwierig für die Schleimschirmlinge, eine zusammenfassende Gattungserkennung an Merkmalen zusammenzufassen. Das fällt natürlich jetzt weg, da die Gattungen jetzt kleiner aufgefasst werden und die Kleingattungen, die kann man jetzt sauber definieren. Das heißt, manchmal ist es sogar ein bisschen hilfreich fürs Verständnis, wie man Gruppen definiert, wenn man ein bisschen auch die Gattungen kleiner fasst. Bei Limazella im engen Sinne, ich habe es hier zum Nachlesen nochmal zusammengefasst, wer später nochmal den Vortrag vielleicht nochmal auf YouTube anhören möchte und dann vielleicht auch das nochmal selber lesen möchte. Die Gesamthülle ist bei Limazella im engen Sinne am Stiel schwächer ausgeprägt, wodurch der Stiel nicht einheitlich komplett schleimig ist, sondern nur eine feuchtschleimige Stielnatterung zeigt oder teilweise auch einzelne Schüppchen oder Flocken auf trockenem Stielgrund. Und das Velum ist auch hier schleimig, aber eben zerrissen und der Stielgrund ist trocken. Hier ist der Stielgrund auch trocken, nur ich sehe ihn natürlich nicht, weil der gesamte Stiel hier überzogen ist von der Schleimhülle. Das heißt, Limazella und Zuliangomyces sind sich eher noch ähnlich und Limazellopsis ist eigentlich deutlich unähnlicher, was diese Gesamthüllenausprägung, die Schleimigkeit angeht. Dann kommen wir mal zu Limazella im engen Sinne. Das ist ein Fund aus Österreich, aus einem Urwald, in dem ich die Irmgard geführt hatte, in Niederösterreich. Eine schöne weinrote Art. Das Fleisch selber brötet auch, sonst jetzt bei Artmerkmalen, nicht bei der Gattung. Aber das springe ich jetzt mal drüber. Die Art ist nur so schön und selten, dass ich sie immer ganz gerne bespreche. Jedenfalls bei mir ist sie selten. Und hier sieht man schon auf dem Übersichtsfoto, dass die Gesamthülle auch weinrot ist und hier einfach so ein bisschen Bänderung, ein bisschen Flocken, Schuppen hinterlässt und keine richtige dehnbare Gummihaut, wie bei Zuliangomyces. Wenn man es ein bisschen größer anschaut, sieht man es vielleicht noch ein bisschen glänzen. Wenn man drauf fasst, ist es schon schleimig, aber es ist eben wirklich nur das Velum, was hier ein bisschen zerrissen ist und ein bisschen sozusagen anschleimt. Ansonsten ist es ähnlich wie Zuliangomyces, nur eben schwächer ausgeprägt und oben auf ein bisschen Cortina-Zone. Und damit ist die Gattung Limazella im engen Sinne eben auch definiert. Die Schleimschirmlinge in einem solchen Muster sind eben dann Limazella im engen Sinne. Und hier denkt man vielleicht schon am ehesten an einen normalen Schirmling. Da gibt es auch Arten, wo es Velum universalis solche Flocken gibt, aber eben keine schleimigen Flocken. Das heißt, die Schleimigkeit spielt eine Rolle. Wenn es natürlich da mal trocken ist und der Wind drüber geht, trocknet der Hut auch ab. Aber auch der Hut ist feucht, dann schmierig. Damit haben wir die Amanita 10 auch abgehakt. Jetzt sehe ich gerade im Chat, sind vielleicht Fragen. Genau, Irmgard hat noch ergänzt, dass Amanita vitadini auch in Ostösterreich auftritt und häufiger wird. Und genau, den Artikel von Jan Hollitz et al. Über Plutus fenzlii aus der Sidovia kenne ich auch. Ich hätte vielleicht den nehmen sollen, weil da sieht man noch viel schöner, sieht man wirklich deutlich, dass die Ringstruktur von der Stielbasis ausgeht. Der Jan hat es trotzdem, wer jetzt nicht weiß, worüber ich rede gerade, schaue gerade den Chat an vom Vortrag, was an Anmerkungen gibt. Man kann auch da Fragen stellen beim Live-Vortrag, auf die ich dann immer wieder mal eingehe. Man sieht auf den Fotos ganz gut, dass die Struktur von unten von der Stielbasis ausgeht und dann als Ring abreißt. Aber es gibt, genau, die Sidovia hat das ist ein sehr schöner Artikel mit sehr schönen Fotos. So, jetzt ist im Prinzip das Warmlaufen passiert. Wir haben jetzt zwei kleine Familien abgehakt mit wenigen Gattungen, erst drei, dann fünf. Das heißt, wir steigern uns jetzt und gehen jetzt auf ungefähr 12. Ungefähr sage ich, weil zum Beispiel hier Leuca agaricus habe ich mit drinnen, ist in mehrere Gattungen oder auf zwei teilweise getrennt worden. Bei Lepiota fängt man auch an. Die Riesenschirmlinge habe ich jetzt hier schon aufgetrennt. Das heißt, dieses circa bezieht sich darauf, dass die Gattungen natürlich von der Enge der Gattung, von der Interpretation abhängt, wie man halt eine Gattung definieren möchte. Ich gehe mal ganz kurz durch, was jetzt auf uns zukommt. Die Champignons selber, die Egerlinge, deswegen habe ich die mal zusammengenommen, Agaricus alopsaliota. Es gibt Schmierschirmlinge, die sehen ähnlich aus wie Schleimschirmlinge, sind aber keine. Camimyces mit einer Art bei uns und ein paar Varietäten. Dann die Safranschirmlinge, Chlorophyllum, die Schopftintlinge, also nur die Schopftintlinge im engen Sinne. Eine relativ kleine Gattung,
Dann die Mehlschirmlinge, die Stachelschirmlinge, die Egelingsschirmlinge, die Faltenschirmlinge, die Schirmlinge selber, die Riesenschirmlinge und die Zwergschirmlinge, habe ich es mal genannt, Melanophyllum. Man müsste die Schwarzblätter nennen, wenn man es übersetzt hat, Dunkelblätter. Aber keiner hat schwarze Lamellen oder dunkle Lamellen, sondern eher farbige. Deswegen ist der Name irgendwie ein bisschen interessant oder witzig gewählt. Wir sehen aber, dass die meisten lamellentragenden Egerlingsverwandtschaftsgattungen, Egerlingsverwandten, sind irgendwelche Schirmlinge, so werden sie genannt. Und die Egerlinge selber sehen anscheinend ein bisschen anders aus, haben eigenen Namen. Und bei den Tintlingen hat man lange Zeit nicht gewusst, dass sie auch in die Verwandtschaft reingehören. Das heißt, hier fällt es jetzt eher schwer. Und wenn ich jetzt irgendeinen Freiblättler in der Natur finde und ich sehe also, Hut und Stiel sind trennbar, in dieser schönen Sollbruchstelle, dann prüfe ich natürlich erst einmal, ist es ein Dachpilzverwandter? Das geht am schnellsten. Wenn ich keinen Sporenpulverabwurf schaffe, dann schaue ich die Lamellen an, ob die irgendwie im Alter rosa sind. Das ist ein bisschen tricky, weil natürlich auch hier Arten existieren und in Gattungen, die altrosa Lamellen bekommen, obwohl sie kein rosa Sporenpulver haben. Aber naja, gut, man sagt, Dachpilz kennt man und Scheitlinge, auch klar, einmal gesehen, immer erkannt, das geht schon. Genau, Mittelpilze kennt man auch irgendwie. Und jetzt haben wir die Schleimschirmlinge kennengelernt. Wenn ich die auch noch ausschließen kann, dann bleibt ja nur noch eine Agarica C übrig. Das heißt, beim Bestimmen kann man auch selber im Kopf so ein Ausschlussverfahren machen. Und das werde ich jetzt auch hier bei den Agarica-Zehen machen. Ich werde einfach mit ein paar leicht definierbaren Gattungen anfangen und dann mich so ein bisschen durchhangeln in Gattungen, die nicht so leicht definierbar sind, die aber dann so ein bisschen übrig bleiben, praktisch so als Rest. Und dann kriege ich die auch noch irgendwie in den Griff. So, was sind die Familienmerkmale ganz grob neben den wirklich freien Lamellen? Das nenne ich hier wirklich frei. Zumindest bei ausgewachsenen Fruchtkörpern, junge Fruchtkörper, nein, muss nicht sein, da können sie auch noch angeheftet sein oder auch den Stiel berühren. Manchmal ist es schwer zu definieren, weil durch die räumliche Enge bei einem jungen Hut ist nicht zu sehen, die Lamellen berühren den Stiel, aber nicht verwachsen. Aber sie können nicht so nah am Stiel sein, dass sie den Stiel an der Spitze berühren, würden sagen angeheftet und erst durch die Hutstreckung kommt dann der Abstand zustande. Das heißt, lamellenfrei gilt für ausgewachsene Fruchtkörper. Rhizomorphen habe ich bisher nicht erwähnt gehabt, aber hier lohnt es sich, denn anatomisch sind die Rhizomorphen der Agarica C erkennbar. Die haben einen eigenen Rhizomorphentyp mit nicht so stark ausgeprägten Wasserleithyphen in der Mitte, also nicht sehr hoch differenziert, sondern eher so mittel. Aber sie haben an der Oberfläche auffallende dickwandige Hyphen, also Hyphen, deren Zellen dickwandig sind und die mit Melzes-Reagenz rot reagieren, dextrinoid sind. Und das haben die ganzen Agaricaceae, weil sie untersucht wurden, auch der Schopftintling. Deswegen wurde der Schopftintling bereits vor den genetischen Untersuchungen anhand der Anatomie zu den Egerlingsverwandten gestellt im Endeffekt. Und wurde schon erkannt, dass das ein Egerlingsverwandter ist. Und kurz danach kam dann auch ein Artikel mit der Genetik raus. Dann hieß es, ja, genetisch wurde gezeigt, es wurde aber parallel gemacht. Das heißt, manchmal geht es auch mit klassischen Methoden. Und am besten ist es, wenn beide Methoden dasselbe aussagen, sich gegenseitig bestätigen. Das heißt, wer meint, dass ein Schopftintling ein echter Tintling sei, eigentlich hat er recht, weil Schopftintling ist ja die Typusart der Tintlinge, der Coprinus-Arten. Aber die anderen Tintlinge sind jetzt alle andere Gattungen geworden und eben eine andere Familie. Das heißt, haben mit den Egerlingen nichts zu tun im engen Sinne oder mit der Familie und haben auch nicht diese rhizomorphen Strukturen. Das heißt, wenn jemand irgendwie Zweifel hat, ob ein Pilz zur Familie gehört, einfach Rhizomorphen nehmen, mikroskopieren, anschauen, bewundern, man kann sie daran erkennen. Dann haben auch die Agaricaceae beide Vela. Ich habe auch schon mal über die Vela selber ausführlicher gesprochen, habe es auch schon erklärt. Ich werde jetzt nicht über die drei Vela reden, dass das Vela universale doppelt ist, das spare ich jetzt heute Abend, weil wir jetzt hier grob um die Gattungen reden, über die Gattungen reden. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass beide Hüllen existieren, damit man nicht denkt, sobald ich in der Stielbasis eine Volva habe und der Hut ist abbrechbar, habe ich einen Knollenblätterpilz oder einen Scheitling. Und Scheitling ist es nicht, weil die Spornpulverfarbe passt, jetzt habe ich einen Knollenblätterpilz. Nein, es gibt auch bei Champignon-Verwandten sogar Arten mit der Volva. Wenig, aber sie gibt es. Aber auf alle Fälle haben sie potenziell ein Velum Universale, das sich meist irgendwo zu erkennen gibt. Es ist halt häufig reduziert,
und bildet auch häufig zusammen mit dem Teilvelum gemeinsam einen komplexen Ring. Das ist recht typisch. Die Huthaut selber ist, jedenfalls bei den fleischigen Arten natürlich, bei den ganz dünnen kann man es nicht so direkt sagen, ist relativ dick und nicht als dünne Schicht vom Fleisch trennbar. Gerne schirmlingsartig, das werde ich dann an Bildern zeigen, was ich damit meine, mit diesem Aufreißmuster Oberhaut, Unterhaut. Das zeige ich dann gleich, was das aussagen soll. Ich kann jedenfalls nicht wie bei Manita und Verwandten die Huthaut dünn, tortenstückartig abziehen und sie ist nicht so gummiartig. Es gibt übrigens auch wenig Arten, die gerieft sind, weil durch diese dicke Huthaut Lamellen nicht durchzusehen sind. Das geht dann nur bei den sehr, sehr dünnfleischigen Arten, sich dann eine Rippung oder Riefung der Lamellen. Meist eben ohne Volva, weil das Gesamtvelum, die Gesamthülle deutlich reduziert ist, aber halt noch erkennbar. Das Spornpulver ist sehr variabel von der Farbe, je nach Gattung, je nach Art. Es gibt Weißsporer, Cremesporer, Gelbsporer, Grünsporer, Rotsporer, Rotbraunsporer, Dunkelbraunsporer bis Schwarzsporer. Es ist praktisch alles da. Sehr, sehr divers. Gut, ich fange mal an mit den Dunkelsporen, also die, die jetzt richtig braun, dunkelbraun, rotbraun, schwarzes Spornpulver haben. Die kann man ganz gut abtrennen. Das heißt, wenn ich jetzt mal das nehme, was man eben nicht als Schirmling bezeichnet, weil die Schirmlinge gelten ja als Hellsporer, dann passt es. Das heißt, ich schaue mal die Gattung mit dunklem Spornpulver an. Da fällt mir eben Agaricus ein, dann Allopsaliota, da sage ich, wie gesagt, gleich ein bisschen was dazu. Das ist nur eine Art bei uns. Und oder generell, und Coprinus, die Schopftintlinge. Und hier fange ich auch von unten an, weil die Schopftintlinge so schön zu erkennen sind. Zeige ich mal ein Bild. Und hier, also eine Illustration, das ist aus dem Original Michael, also ein altes Werk. Das Bild ist, glaube ich, aus dem, was war es, 18. Jahrhundert, glaube ich, so gezeichnet worden und dann später von Michael übernommen worden. Jedenfalls sieht man hier, dass die Huthaut oben noch intakt ist, eine richtige Kappe bildet. Und dann beim Aufschirmen, was hier nicht so richtig schirmt, weil der bleibt so ein bisschen eiförmig, aber ein bisschen streckt er sich auch, reißt es dann so in Flocken, Schuppen auf. Und wenn ich das mir flach vorstelle, nicht so walzenförmig, ist das bei den Schirmlingen eben genauso. Das heißt, eine Huthaut, die am Rand aufreißt in solche Schuppenmuster und so abstehende Schuppen, aber in der Scheibe, Hutscheibe intakt bleibt, ist schirmlingsartig von der Musterung her. Dann sieht man den Ring. Ich habe mich mal ein bisschen rausvergrößert von dem Bild. Alle Bilder, die nicht von mir sind, haben die Quelle von Wikicommons, also sind Public Domain, kann man nutzen, wenn man die Autoren nennt, was auch wichtig ist, weil es ist ja auch Arbeit, Fotos zu machen und die Autoren wollen dann auch entsprechend benannt werden, was völlig legitim ist und auch richtig ist. Jedenfalls, der Ring ist sehr flockig, hier auch recht komplex und interessanterweise nicht angewachsen. Da achtet man nicht drauf, aber ein alter Schopftintling hat den Ring manchmal am Boden liegen, weil dann einfach richtig runterfällt. Das heißt, wer Schopftintlinge mal zum Beispiel zu kulinarischen Werten, Zwecken verwertet hat, also verspeist hat und die Jungen mal, jungen Fruchtkörper nimmt und den Hut rausdreht, da kann man die Sollbruchstelle schön erkennen, dann stellt man fest, dass der Ring am Hutrand hängen bleibt und der Stiel gar, Ring gar nicht mitnimmt, weil er am Ring am Stiel nicht verwachsen ist. Das heißt, es gibt einige oder mehrere Agarica-10-Gattungen mit einem beweglichen Ring, der nicht verwachsen ist. Das ist nicht exklusiv für die Riesenschirmlinge, auf die ich noch zu sprechen komme. Das gibt es bei mehreren Gattungen. Eben auch bei Coprinus ist das der Fall. Und die Gattung ist größer als der Schopftintling. Es gibt, ich habe die Zahl nicht im Kopf, ich glaube, europaweit ist es mittlerweile 8 Arten. Jedenfalls geht es auf die 10 zu. Es werden immer wieder neue Arten beschrieben, vor allem aus Südeuropa. Und bei uns gibt es zum Beispiel auch 2 große Arten. Es gibt einen, der nach Maggi riecht und einen, der nicht nach Maggi riecht. Und der Maggi riechende Coprinus levisticolens ist sehr selten oder sehr übersehen. Die Frage ist, wer alles an Schopftintlingen riecht. Aber man hat die Merkmale ganz schön. Und Hauptmerkmal ist natürlich, dass die Lamellen zerfließen. Das machen keine anderen Agarica 10. Das heißt, das Zerfließen, eine konvergente Entwicklung zu den anderen Tintlingen. Und es gibt es auch noch bei Mistpilzverwandten, dass Arten zerfließen, also eine Autolyse machen. Das ist Gattungsmerkmal für die Schopftintlinge. Zusammen mit der Sollbruchstelle, freie Lamellen, verschiebbarer Ring, ist die Gattung eigentlich sehr sauber definiert. Und im Gegensatz zu den anderen
nicht Coprinus-Tintlingen, also Coprinopsis und weiteren Gattungen der Psatyrellaceae, kriegen die Schopftintlingsverwandte immer diese rosa Lamellen, bevor sie zerfließen. Auch das ist interessant, die Lamellen verfärben rosa. Und das ist derselbe Farbstoff, der auch bei Egerlingsarten die Lamellen jungrosa färbt. Und auch bei Leuca agaricus fällt auf, dass Lamellen bei einigen Arten altrosa werden, rosa Stich kriegen, wenn der Fruchtkörper alt wird. Da weiß ich jetzt aber nicht, was dort der Farbstoff ist. Bei Agaricus ist das rosa Pigment, das ist ja wie bei Coprinus. Also auch chemisch erkennt man hier indirekt, dass das ein Champignon-Verwandter ist. Und damit ist die Gattung auch abgehakt. Das heißt, die hat man eigentlich im Griff, wenn man sie einmal gesehen hat. Halopsaliota. Da wird es etwas schwieriger. Ich habe jetzt auch selber den Pilz, ich habe noch keine Halopsaliota gesehen. Auffallend ist, dass das halt ein großer Champignon ist, sehr kräftig, fleischig, mit einem rotbraunen Sporenpulver, also nicht so ganz dunkel schwarzbraun, sondern mehr rot. Die Fruchtkörper sind weinrot gefärbt, das Fleisch wird erst knallgelb, dann rötet es. Das heißt, wer die Art mal gesehen hat und drauf kommt, sondern irgendwie bei Agarica 10 sucht und dann mit braunem Sporenpulver bei Champignons sucht, das war früher Agaricus. Agaricus gesterani ist die Art, um die es geht, jetzt Halopsaliota gesterani. Wird die nie mehr vergessen. Sie wurzelt sehr tief, wächst auch teils büschelig und wie ich gehört habe, schafft dies Betondecken zu zerstören. Ähnlich wie der Stadtchampion wohl noch schlimmer. Das heißt, der scheint dort, wo er vorkommt, auch im urbanen Bereich aufzuräumen und einiges an Schäden zu verursachen. Und die Art scheint sich in Norddeutschland auszubreiten und recht häufig zu werden. Weltweit gibt es nur eine Art in der Gattung, wenn man die Gattung so eng fasst. Denn genetisch zeigt sich, dass die Gattung Micropsaliota, die es bei uns nicht gibt, bis auf eben den Maulwurfsegerling, Halopsaliota oder Micropsaliota gesterani, dass es dazugehören könnte. Jetzt sind die Stammbäume, die ich gesehen habe, nur ITS-Stammbäume. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich nicht doch eine Schwestergruppe ist. Micropsaliota ist eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie richtig kleine, zierliche, zerbrechliche, dünnfleischige Fruchtkörper bilden. Eine tropische und subtropische Gattung. Es gibt da noch Hymenopsaliota, eine andere dünnfleischige Gattung. Es gibt da diese Tropen-Egerlinge sozusagen. Nicht zu verwechseln mit den hiesigen Zwergegelingen. Diese kleinen, gildenden, echten Champignons gehören nicht da rein. Und Halopsaliota gesterani, wer hier irgendwie fehl am Platz ist, ein richtig großer, kräftiger Pilz, anders gefärbt, andere Verbreitung. Aber wie gesagt, genetisch laut ITS bei Micropsaliota stehend, aber noch nicht ganz sauber aufgelöst. Also mich würde es nicht wundern, wenn man später wieder beide Gattungen trennt, wenn man ein paar mehr Lotsi anschaut. Aber ich bleibe da erstmal offen. Dadurch, dass die Gattung Micropsaliota bei uns nicht vorkommt, bis auf die eine Art, und makroskopisch der Maulwurfsegerling so deutlich anders aussieht, bleibe ich jetzt einfach mal bei Halopsaliota ein bisschen altmodisch hängen sozusagen. Und wer ganz altmodisch ist, sagt dazu Agaricus gesterani, wobei das dann genetisch leicht zu widerlegen wäre, dass das so ist. Aber wenn ich Halopsaliota nehme, habe ich nur eine einzige Art und muss mich nicht verrenken zu sagen, ja, es gibt dann bei diesen Zwerg winzigen Dünnfleisch-Champignons gibt es da einen riesengroßen Dicken, der bei uns die Straßen kaputt macht, der sowas von atypisch ist, aber da reingehört. Deswegen bleibe ich jetzt hier bei der Kleingattung mit nur einer einzigen Art, einer monotypischen Gattung. Während die Champignons selber, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Wir sind hier im leichtes kenntlichen Bereich der Agarica 10. Sollbruchstelle sieht man hier sehr schön. Der Stiel ist rausgebrochen und zwar richtig glatt wieder gebrochen. Lamellen jungrosa, altbraun, grob gesagt, Spornpulverbraun kennt man. Das heißt, die Kombination dunkelbraunes Spornpulver, Fruchtkörper nicht zerfließend, Sollbruchstelle reicht schon, das muss ein Agaricus sein, weil die Kombination gibt es bei keinem anderen Freiblättler mehr. Das heißt, die Gattung hat man leicht im Griff, egal wie sie aussieht. Und wenn der Champignon winzig klein ist, wenn er riesengroß ist, egal wie er riecht, wie er verfärbt, die Kombination ist es. Nur das Spornpulver sollte man testen, ob es wirklich braun ist. Bei ganz jungen Egerlingen kann es sein, je nach Art, dass die Lamellen schon sehr blass rüberkommen. Und es kann auch passieren, dass ein echter Egerling einen Defekt hat und die Sporen nicht braun färben, sondern farblos bleiben. Das ist selten, gibt es aber auch, aber der ist dann makroskopisch nicht bestimmbar, weil dann werden wir bei einer anderen Gattung, die wir später noch anschauen, den Egerlingsschirmlingen, die aussehen wie, teil manche von ihnen wie Egerlinge, aber eben helles Spornpulver haben.
Aber da werde ich noch was zum Ring sagen. Man kann die dann noch am Ring erkennen. Das heißt, wer einen weißsporigen Champion als Albino-Form erkennt auf Gattungsebene, der ist richtig gut. Der hat nämlich auch geschaut, wie die Ringstrukturen ausschauen. Und deswegen zeige ich noch ein bisschen. Bei dem Wiesenegerling, den wir hier haben, ist der Ring hinfällig. Er ist zwar relativ dicklich, sieht man hier. Er kommt von oben, von unten gemeinsam. Das ist eine gemeinsame Bildung aus beiden Hüllen wieder mal. Aber sehr flockig und der reißt später ab. Bei den älteren Pilzen fehlt der Ring. Und hier ein bisschen vergrößert dargestellt, sieht man hier, das ist alles so Art, ja, wenn man einmal draufdrückt, ist der Fingerabdruck drin. Das ist wie so ein dichtes Spinnenweben. Und das reißt. Man sieht übrigens auch Lamellen frei, kann ich hier nicht erkennen. Die Lamellen sind deutlich am Stiel dran. Aber wenn der Hut sich eben dann streckt, dann biegt sich das raus, dann wird das Hutfleisch dicker, dann entfernen die Lamellen sich vom Stiel. Babys zu bestimmen, ist einfach immer schwierig. Wenn eine richtige Ansprache ist, sollte man eine Kollektion von jung bis alt haben, dann fällt es leicht. Wenn ich jetzt diesen Ring anschaue, die Art spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann sie eh nicht sauber bestimmen. Das ist ein Anis-Egerling von den Großfruchtkörperringen mit kleinen Sporen. Da geht es fast nur genetisch. Dann sieht man hier auch einen hängenden Ring und gleichzeitig die Flocken, diesen Zahnradkranz. Das ist ein typischer Champignonring. Beide Hüllen bilden den Ring. Damit auch recht typisch für generell die Familie, weil häufig beide Hüllen beteiligt sind. Und die Gesamthülle, die bildet dann so einen zweiten Kranz drauf. Aber bei den Champignons ist der Ring immer fest verwachsen, egal von welcher Seite er kommt, von oben oder von unten, und ist nicht verschiebbar. Also da werden wir dann später mit den Egelungsschirmlingen uns mal anschauen, wie das aussieht. Denn man sieht, wie blass die Lamellen hier sind. Das heißt, wenn ich einen Champignon habe, der noch sehr blasse Lamellen hat, kann ich auch am Ring die Gattung noch erkennen, weil die Egelingsschimmel, die champignonsartig aussehen, haben einen anderen Ring als diese echten Champignons. Gut, dann noch ganz schnell eingeschoben so die Kleingattungen, die auch los sind. Melanophyllum muss man im Prinzip im Kopf haben, dass es einen Freiblätter bei uns gibt mit grünen Lamellen. Da gibt es eigentlich sogar zwei, den zeige ich, den zweiten zeige ich gleich noch, aber einen sehr kleinen. Und die Gesamthülle ist hier mehlig, flockig, die von unten kommt und auf den Hut übergeht, bei Regen abgewaschen wird. Ein sehr schöner Pilz, ziemlich selten, habe ich bewusst eigentlich, glaube ich, erst einmal gefunden, vielleicht zweimal, nee, einmal, glaube ich, während der Blutblättrige ist häufiger. Und auch hier sieht man sehr schöne, sehr mehlig flockige Hülle, die von unten kommt, hochgeht, dann auf dieser Haut draufhängt, die wohl auch von unten kommt, also doppelte Gesamthülle. Das ist, wie gesagt, eher ein Spezialthema. Muss man den Verweis nochmal auf den Vortrag über Hüllen generell bei Großpilzen, bei Lamellenpilzen, makroskopischerweise. Und durch die roten Lamellen eigentlich unverwechselbar, und der hat ein rotes Spornpulver. Und der grünblättrige vorhin, die Melanophyllum, das Melanophyllum aeri, hat ein grünes Spornpulver. Also damit leicht kenntlich. Man könnte vielleicht noch sagen, das ist ein alter Champignon, der gerade braun wird, aber da passt die Hülle nicht. Das Flockige, dieses pudrige, mehlig, staubige passt nicht. Und für einen Dachpilzverwandten passt es auch nicht. Lamellen sind zwar frei, aber auch da ist eine Gesamthülle, die pudrig mehlig ist, gibt es nicht, sondern es gibt es nur an der Stielbasis als Volva oder als Flocken, nur an der Basis, aber nicht im Stiel hochgehend. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine eindeutige Zuordnung zur Gattung Melanophyllum, die wieder eine von den Arten einmal gesehen, sofort erkannt. Und bei grünen Sporen muss man natürlich sagen, es gibt noch den grünsporigen Riesenschirmling oder den, ja, ich kenne keinen richtigen deutschen Namen, weil er eigentlich in Deutschland nicht heimisch ist, aber im Mittelmeerraum bereits heimisch ist und an die Küsten schon nach Norden gewandert ist, Benelux-Staaten vorkommt, Südengland vorkommt, in Deutschland praktisch vorkommt, wenn Blumenkübel im Wintergarten überwintern und im Sommer wieder rausgestellt werden. Und solange wir wieder mal irgendwie einen frostharten Winter haben, scheinen die wieder abzusterben, wenn Mycelien kommen. Aber da werde ich später mehr darüber erzählen, wenn ich Chlorophyllum bespreche. So, damit haben wir die Gattungen mit den, die drei Gattungen mit braunem Spornpulver bis schwarzem durch und eine Gattung mit grün-rotem Spornpulver und eine Ausnahme schon besprochen. Dann gehen wir weiter mit leicht abtrennbaren. Das heißt, ich nehme von diesen 12 Gattungen immer mehr raus. Von den 12 habe ich jetzt schon 4 entfernt. Das heißt, wenn ich die 4 kenne, kann ich jetzt weitermachen und dann sage ich, was ist auch leicht erkennbar? Naja, die, die einen beweglichen Ring haben. Das heißt, wo der Ring verschiebbar ist, das, was früher ganz grob als Riesenschirmling bezeichnet wurde.
Welche Gattungen sind das? Wie gesagt, Coprinus haben wir schon durch, Schopfzindlinge. Die erkenne ich nicht am Ring, sondern schon direkt makroskopisch durch die Form der Fruchtkörper und das Zerfließen. Chlorophyllum, da habe ich ja gerade eben den grünspurigen schon gezeigt. Die Gattung hat verschiebbaren Ring. Makrolepiote im engen Sinne, die Riesenschirmlinge haben auch einen verschiebbaren Ring. Und Leukagaricus zum Teil kann einen verschiebbaren Ring haben. Wie sieht so ein Ring aus? Ja, man kennt es häufig und gerne. Dick, komplex. Hier sieht man richtig, dass das wirklich mehrschichtig aufgebaut ist. Das auseinanderzudröseln, was genau welche Hüllenstruktur darstellt, ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich richtig komplex gebaut. Es reicht zusammenzufassen, dass es wieder eine gemischte Bildung von Teil- und Gesamtwählung ist. Und dieser Ring ist nicht am Stiel verwachsen, aber es bildet manchmal oben noch ein Häutchen, was sich um den Ring, um den Stiel herumlegt. Das heißt, man muss manchmal so ein bisschen wackeln am Ring, um ihn dann loszumachen, weil man es ein bisschen verbappen kann, aber dann bewegt es sich sehr schön und auch in beide Richtungen. Das ist der typische Riesenschirmlingsring. Und das kleine Bild hier unten links ist interessanterweise von einem Leukagaricus, einem Egelingsschirmling und nicht von einem Riesenschirmling. Aber der war früher auf Deutsch auch dort gestanden, weil man früher gesagt hat, das sei das Gattungsmerkmal. Und heute macht man eben daraus drei Gattungen, auch dank der Genetik, die es dort als erstes gezeigt hat. Man kann aber auch da anatomisch oder makroskopisch einiges nachvollziehen. Deswegen fange ich an, eine Gattung zu definieren. Das geht im Mikroskop sehr einfach. Die echten Riesenschirmlinge haben große, dickwandige Sporen. Das Bild ist jetzt nicht so schön. Ich muss mal ein schöneres mal machen. Und zwar sieht man, dass hier, wo der Keimporus ist, eine Ausbeulung zu erkennen ist. Wenn man dann durchfokussiert, merkt man, dass da ein Pfropfen drin steckt. Ein durchsichtiger Pfropfen, das nennt man Callus, das heißt, der Keimporus ist verstopft. Und das ist nicht der Apiculus, weil der ist da drüben. Das heißt, eine Spore mit Keimporus, der wiederum mit einem Callus verstopft ist, ist typisch für die echten Riesenschirmlinge. Die Safranschirmlinge und auch die Egelingsschirmlinge haben dieses Merkmal nicht. Das heißt, daran kann ich die Gattung immer erkennen. Ansonsten kann man sagen, naja, wie gesagt, neben dem Spornmerkmal, ringfrei beweglich, bei vielen Arten komplex aufgebaut, viele Arten groß und kräftig. Und das trifft eben auch auf andere Agaricaceen zu, die diesen beweglichen Ring haben. Das heißt, wenn ich die Gattung jetzt sauber definieren will, muss ich eigentlich die Mikroskopie mitnehmen. Und wenn man die nicht hat, weil man makroskopisch unterwegs ist und Gelände ist, da muss man anfangen, sich zu sagen, naja, wie sehen denn diese Arten aus? Welche Merkmale haben sie noch? Und dann muss ich halt dann sagen, okay, wenn der Stiel richtig schön genattert ist, also parasolartig ist und der Ring beweglich ist, dann haben wir auf alle Fälle Makrolepiote. Oder wenn der Hut so typisch zitzenschirmlingsartig ist und der Ring dann etwas dünner ist, nicht so komplex ist, nur einschichtig ist, aber beweglich ist, dann haben wir auch und so weiter. Sich zu merken mit der Fleischverfärbung, dass die Safranschirmlinge, die ja andere Mikroskopie haben, Safran verfärben, werde ich gleich noch zeigen, hilft nicht viel, weil es gibt auch Riesenschirmlinge, die safranartig verfärben. Das heißt, da kommt man ein bisschen ins Straucheln mit Ausnahmen. Das heißt, wenn man nicht mikroskopiert, muss man praktisch die verschiedenen ja, drei Gruppen von Riesenschirmlingen mal gesehen haben, also die echten Parasole, dann die Zitzenschirmlinge im weiteren Sinn und dann die Ackerschirmlinge. Und dann kann man sich die Gattung praktisch aus drei Gruppen so ein bisschen zusammenbasteln. Das geht dann eigentlich ganz gut. Die Spornpufferfarbe ist meist unterschätzt. Die ist nämlich sehr charakteristisch für manche Arten. Man sollte wirklich immer mal aussporen lassen. Man erlebt manchmal ein rosa Wunder. Es gibt ja nicht nur weiß oder cremeweiß, sondern auch cremerosa, rosa bis Champagnerfarben. So richtig, richtig schön. Fast wie die Lamellenfarbe von Melanoleuca cognata. Teilweise ein bisschen ins Bräunliche gehend. Ich wollte eigentlich Cognac-Farben schreiben, aber Cognac ist dann zu rotbraun. So dunkel ist es dann nicht. Bei Champagnerfarben trifft es ganz gut. Sofern man einfach, ja, ich weiß jetzt nicht, wie variabel Champagner in der Farbe sein kann, aber wenn man so normal Champagner sich überlegt, dieses gelblich-braune, das kann auch auftreten. Wenn das noch ein bisschen rosa dazu mischt, dann passt das ganz gut. Wie sehen die Arten eben aus? Hier haben wir einen von den genattertstieligen, also ein Parasol im weiteren Sinn. Man sieht wieder, was ich vorhin beim Schopfzindling schon erwähnt hatte, diese schirmlingsartige Huthaut, das heißt, die Hutmitte bleibt intakt, nach außen reißt es grob auf. Hier sogar sehr grobschollig, teilweise so sternartig. Der Pilz ist nicht ganz so groß, das Spornpulver ist rosa. Das heißt, hier hätten wir Makrolepiota rhodosperma, der rosaspurige Riesenschirmling.
der auch einen bisschen flockigeren, dünneren Ring hat als der echte Parasol. Aber das wären jetzt Artmerkmale, die ja für heute Abend keine Rolle spielen. Ich sehe hier den verschiebbaren Ring. Ich sehe die schirmlingsartige Huthaut, das haben Schirmlinge ja auch. Und ich sehe nicht die Sporen, die den Kallus haben. Aber damit wäre es dann mikroskopisch klar und makroskopisch kann ich sagen, die Kombination Schirmling mit verschiebbaren Ring und genatterter Stiel, das gibt es bei uns nur bei den Riesenschirmlingen. Und die nicht genattert-stieligen oder kaum genattert-stieligen haben dann zum Beispiel richtig zitzenartigen, buckelige Zitzenschirmlinge, einen dünnen Ring. Und die Ackerschirmlinge haben auch einen dünnen Ring und sind vielleicht ein bisschen schwerer zu erkennen. Aber im Prinzip sind dann auch Brauner nicht so, meist nicht so weiß wie die Safranschirmlinge. Aber auch da gibt es vielleicht auch weiße oder helle Varianten oder helle Arten. Also da wird es ein bisschen schwieriger, muss man notfalls das Mikroskop wieder bemühen, um die Gattung zu erkennen. Wenn ich dann schon weiß, dass die Gattung an sich, wie die ganze Familie, eine Gesamthülle hat, dann wundert es mich auch nicht, wenn ich da mal irgendwann einen Riesenschirmling sehe, der heutige Velumreste am Hut hat und an der Stielbasis sogar eine kleine Vulva hat. Das heißt, hier haben wir einen Fall, wo die Vulva stärker ausgeprägt ist. Man könnte vielleicht von einem Avatismus reden, also von einem adventiv auftretenden Merkmal oder ein Rudiment, das wieder da ist, also ein vergangenes Merkmal, das wieder zum Vorschein kommt, weil vielleicht irgendeine Genbox eingeschaltet wurde. Das heißt, es ist eine Anomalie. Man sieht hier noch richtig schön, wie es heute auf dem Hut liegt. Hier ist es eingehüllt in der Vulva. Die Autoren der Arbeit haben das dann die Art sequenziert und kamen auch darauf, dass das hier nichts anderes ist als Makrolepidopterer rhodosperma, die ich vorhin gezeigt habe, nur die Hutoberfläche doch sieht anders aus, nicht so Art sternartig aufreißend, schon ein bisschen ja, abweichend. Aber wie gesagt, es ist eine seltsame Bildung. Der hat einen, anscheinend sind alte Merkmale wieder aufgetaucht, genetische Merkmale. Das hat sich aber nicht in den Markern ja, niedergeschlagen, zum Beispiel ITS, um es dann von der Stammart zu trennen. Wurde als Varietät beschrieben. Als Makrolepiota rhodosperma war Velikopia, also die vom Velum bedeckte. Das heißt, solche Funde wundern einen dann nicht, wenn man die Gesamtfamilie im Auge hat und weiß, ja, stimmt doch, eigentlich haben die ja alle eine Gesamthülle. Warum soll das Merkmal nicht überstark ausgeprägt sein? Es gibt ja immer Anomalien im Auftreten. Chlorophyllum, die Safranschirmlinge. Hier sind die Sporen eben. Meist mit breiten Keimporus, aber ohne Kallus. Das hier ist jetzt Chlorophyllum molybditis beim alten Mikroskop, aber man kann es halt trotzdem halbwegs erkennen. Also richtig breiten Keimporus. Es gibt auch Arten, wo er ein bisschen schmaler ist bei uns, aber auch dann ist er nicht durch einen Kallus verstopft. Das heißt, die Sporen sehen deutlich anders aus als bei den echten Riesenschirmlingen. Das heißt, mit dem Mikroskop sind die Gattungen ganz klar zu trennen. Makroskopisch ist sonst nicht viel zu machen. Ring ist beweglich komplex oder dünn, wie bei Riesenschirmlingen auch. Aber bei allen Arten, jedenfalls Europas, weltweit gilt es nicht, reagiert das Fleisch im Schnitt safran-orange bis schmutzig-orange-rot und später ein schmutzig-weinrot. Das heißt, diese Fleischverfärbung, die auch den Namen Safranschirmling ergeben hatte für den damals noch Riesenschirmling, der safranfarben verfärbt. Es gibt auch einen echten Riesenschirmling, der safranfarben verfärbt. Das ist Makrolepiota permixta oder Procera forma permixta oder Procera varietas permixta. Der wird auch safranfarben und leicht röten können, mehrere Arten. Aber wenn ich mir dann merke, die Kombination Chlorophyllum hat eben einen nicht genatterten Stiel und das Safranorange als Verfärbung, und zwar richtig Safran, dann fällt es leicht, sie zu erkennen. Spornpulver ist weiß, creme bis grün, je nach Art. Und all das gilt nur für Europa, denn es gibt außerhalb Europas zum Beispiel auch Arten mit nicht verfärbendem Fleisch oder Arten, wo die Sporen gar keinen Keimporus haben. Es gibt sogar welche mit kugelförmigen Sporen. Also weltweit ist es meistens, ist die Merkmalslage diverser als bei uns in Europa. Aber Gattungsmerkmale in Europa sind eigentlich recht simpel und leicht per Mikroskop plus Makroskopie des Verfärbens. Also wenn ich wieder sage, die Grundmerkmale fehlen ja hier, dass ein Freiblättler ist, das heißt, dass die Hut und Stiel leicht abtrennbar sind, dass wie für alle Agaricaceen, was eben Familienmerkmal ist, die Lamellen wirklich frei sind, wiederhole ich ja nicht mehr die Familienmerkmale,
bleibt dann der bewegliche Ring übrig, deswegen Riesenschirmling im weiteren Sinn. Und dann eben das verfärbende Fleisch und vor allem die Sporen mit einem anderen Keimporus als die Riesenschirmlinge. So kann es aussehen. Das ist Chlorophyllum olivieri. Auf der einen Seite ist er schmutzig, wie er sein soll. Die andere Seite ist weiß, da ist er nicht schmutzig. Das fand ich ganz spannend bei der Kollektion. Das Fleisch ist hier richtig dunkel, schmutzig, weinrot geworden. Wenn man es frisch kratzt dagegen, ist es dann noch safranfarben. Das variiert aber auch so ein bisschen auch innerhalb derselben Art. Und hier sieht man auch wieder so einen komplexen Ring, der doppelschichtig ist und der eben verschiebbar ist. Typisch für Riesenschirmlinge. Hier nochmal der grünsporige. Das heißt, der ist auch leicht bestimmbar durch die grüne Spornpulverfarbe. Aber dann habe ich auch im Kopf natürlich, dass diese Safranschirmlinge im weiteren Sinne Spornpulver von weiß bis grün haben können. Creme. Es gibt auch gelbsporige Arten, aber offiziell nicht in Europa, sondern zum Beispiel auf Madagaskar gibt es einen aus der Gruppe, der richtig knallgelbe Spornpulver hat. Und wer weiß, dass in Blumentöpfen mal irgendwann bei uns gefunden wird. Gut, gehen wir rüber zu den dritten im Bunde, die Jungfernschirmlinge. Und ich nehme mal den als Art vorweg. Ich werde gleich dann Anschluss auch recht bald die ganze Gattung besprechen. Das sieht aus wie ein Safranschirmling, der ein bisschen zu hell ist. Stielring ist wieder beweglich, aber im Fleisch tut sich nichts. Das heißt, der rötet nicht, der hat keine safran-orange Verfärbung. Also ein Safranschirmling, der im weißen Brautkleid steht und nicht rot wird. Und aufgrund des weißen Brautkleides hat man gesagt, es ist ein Jungfernschirmling. So kam der Name früher, Lurkagaricus nympharum. Hier ist auch mal Macrolepiota puellaris, der Mädchenschirmling, Mädchenriesenschirmling. Wenn ich ihn anschaue, das eben sieht aus wie ein Chlorophyllum, aber das Fleisch verfärbt im Schnitt eben nicht. Das heißt, auch leicht hinzubekommen. Wenn ich mal so merke, beweglicher Ring, nicht mehr so einfach wie früher. Früher war es alles Riesenschirmling. Das war nein, stimmt nicht, denn es gibt ja die Safranschirmlinge und es gibt die echten Riesenschirmlinge und es gibt eben noch manche Jungfernschirmlinge. Das ist auch kulinarisch nicht zu unwichtig, denn man muss bedenken, dass die Riesenschirmlinge im engen Sinne offensichtlich alle essbar sind, weil es ist nichts Giftiges bekannt. Dass bei den Safranschirmlingen aber giftige Arten existieren. Grob gesagt, die halbe Gattung ist giftig, die halbe Gattung ist essbar. Bei vier Arten ist das recht leicht zu sagen, zwei essbar, zwei giftig. Und Leukagaricus, Speisewert, manche Arten magen darmgiftig, manche werden öfters gegessen, lösen dann trotzdem Vergiftungen manchmal aus. Und Leukagaricus nympharum hat schon Vergiftungen ausgelöst, Magen-Darm-Vergiftungen, wurde aber auch schon gegessen, ohne dass das passiert ist. Das heißt, es ist wie bei manchen Magen-Darm-Giftigen, sie sind eigentlich giftig, aber manche Menschen können das Gift anscheinend abhaben. Das heißt, die Grenze zwischen individuell unverträglich und giftig ist hier fließend. Aber da die Fälle, dass mehrere Fälle gibt, auch publizierte Fälle, ein Giftpilz. Das heißt, hier die Gattungen trennen zu können, hilft bei der kulinarischen Sicherheit, die Giftigkeit mit einzuschätzen. Wenn ich sagen kann, über die Gattungszuordnung der Riesenschirmlinge im engen Sinn, bin ich giftpilzfrei. Und die anderen kenne ich auch, weil giftpilzhaltig ist es auch für die Pilzberatung. Hier mehr als akademisches Wissen zu sagen, ach, es gibt ja mehr Riesenschirmlinge. Ich könnte ja Riesenschirmlinge auch als deutschen Namen behalten und sagen, ist mir egal, wie die Gattungen heute definiert werden. Ich bleibe beim Deutschen. Aber dann ist man eben, was die Giftigkeit angeht, wieder alles in einem Topf, muss man wieder Einzelarten merken. Und ich finde, man tut sich viel leichter, wenn man Gattungen kennt, die definiert und dann in diese Schublade die Einzelarten reinhängt. Mit wenigen Zusatzmerkmalen kann man dann sich plötzlich sehr viele Arten gleichzeitig merken. Hat man es plötzlich im Griff, es wird alles überschaubar und praktisch leichter greifbar. Der Ring ist beweglich, komplex, wie gesagt, sonst wäre es nicht ein Riesenschirmling gewesen früher mal. Und was ich interessant finde, ist, wenn man so einen Jungfernschirmling mal liegen lässt, also sammelt und dann die Pilzerstellung legt und am Tag nachher anschaut, dann werden die Schweinchen rosa, die Lamellen. Auch alte Fruchtkörper zeigen diesen rosa Touch. Und das ist typisch für Leukagaricus von manchen Arten. Zum Beispiel Leukagaricus leucotitis, der rosablättrige Egelingschirmling, wird ja auch im Alter diesen Rosaton zeigen. Das ist hier eben auch der Fall. Das verrät dann schon so ein bisschen die Verwandtschaft zu den anderen Leukagaricus-Arten. Es gibt noch eine zweite Riesenschirmlingsart aus der Gruppe Macrolepiota citrinascens, wird beschrieben. Das ist im Prinzip ein Jungfernschirmling, der sehr stark gilbt. Der steht noch bei Macrolepiota, weil er noch nicht sequenziert wurde. Falls da mal was Neues gefunden werden soll, das wäre toll, beschrieben wurde aus der Slowakei.
Also ein bisschen östlich von hier, aber nördlich von Raum Wien sozusagen. Das heißt, die Niederösterreicher könnten mal schauen, ob es bei ihnen vielleicht vorkommt. Da fehlen neuere Funde und da ist die Frage, ist das eine Varietät? Ist das eine echte Art? Wie soll man es einschätzen? Sieht genauso aus, wie, nur wie gesagt, richtig knallgelb im Alter und gilt auch auf Druck anscheinend sehr, sehr stark. Gut, damit haben wir auch einen ersten Einblick oder Ausblick auf die Egelschirmlinge. Und da ein paar größere Gattungen übrig sind, wo die Egelschirmlinge dazugehören, mache ich jetzt nochmal schnell Kleingattungen weg. Wenn man mal Mehlschirmlinge gesehen hat, ja, eigentlich leicht kenntlich. Man muss jetzt nur wieder sagen, ich habe doch auch diese Melanophyllum-Arten gesehen, die so mehliges Velum hatten. Das heißt, da muss ich mir als Gattungsmerkmal sagen, wenn ich einen Schirmlingsartigen, einen Egelingsverwandten habe, der so flockiges, mehliges, ja, Velum besitzt, Gesamtvelum, dann kann es entweder das hier sein, Cystolepiota, Mehlschirmling, oder es ist ein Melanophyllum. Wenn ich aber die Lamellen anschaue, sehe ich gleich, die ist nicht rot, die ist auch nicht grün. Also kann es Melanophyllum nicht sein. Die merke ich mir quasi fast als Einzelarten durch die Sporenfarbe. Dann fallen die weg. Aber ich sehe die Verwandtschaft vielleicht, dass die durchaus in eine Gruppe gehören könnten. Weil bis auf die Spornpulverfarbe trennt das ja nicht so viel. Und hier sehe ich dieses mehlige Gesamtkonstrukt der Hülle, die Gesamthülle, also leicht kenntlich. Ich werde aber später nochmal was zeigen mit so einer mehligen Hülle. Das heißt, das wird sich erst richtig auflösen, wenn ich dann noch die nächste Gattung bespreche. Aber ich merke mir erst einmal im Hinterkopf, merken wir uns, Mehlschirmlinge sind kenntlich durch dieses stark mehlige Gesamtvelum. Ich zeige mal ein paar Arten. Es gibt auch ja, eine Cystolepiota seminuda. Seminuda heißt halbnackt. Das trifft sehr gut. Man sieht diese Mehlschicht noch, auch am Hut ein bisschen, aber sie ist viel schwächer ausgeprägt. Bei jungen Fruchtkörpern noch besser, im Alter schwächer, aber es ist da. Das heißt, wir brauchen Indizienbeweisführung. Aber dann wird die Gattung wieder leicht kenntlich sein. Oder es gibt sie auch in Bunt, in Violett, Cystolepiota cystrata. Und bei dem Pilz ist es ein unglaubliches Erlebnis, sie mal zu riechen. Das ist ein Artmerkmal. Der riecht nach Asphalt, also frisch. So eine Autobahnbaustelle, wo gerade geteert wird, wo man im Auto dran vorbeifährt. Fenster zumacht, halt stinkt der Geruch, ist das ungefähr. Und penetrant. Aber traumhaft hübsch von den Farben, mit diesen Fliederfarben, Violett. Aber für die Gattung wieder zu sehen, diese fein flockige, staubige Gesamthülle, die den Pilz umzieht. Das heißt, Pilze muss man wirklich vorsichtigst anfassen, behandeln wie ein rohes Ei, die Lupe nehmen und dann die Merkmale erstmal anschauen. Und dann fällt es plötzlich leicht, Gruppen zu erkennen. Und dann sieht man plötzlich auch Parallelen zu anderen Gattungen derselben Verwandtschaft wie eben Melanophyllum mit anderen Sporenpulvern. Es gibt sie auch relativ groß und kräftig. Nicht immer alle sind so ganz klein und zierlich. Hier war ich sehr überrascht, weil ich habe hier die Gattung erstmal nicht erkannt, weil das war eine Exkursion. Es hat geregnet, geschüttet ohne Ende. Sieht man hier auch an dem nassen Blattwerk. Dann hat man den großen Pilz mit total mehliger Struktur, aber braune Lamellen. Das ist halt erstaunlich für den Hellsporer. Und ich habe damals nicht groß geschaut, ob die Lamellen frei sind. Ich habe dann erstmal nur fotografiert. Und zu Hause war es dann klar, ach, freie Lamellen. Sollbruchstelle habe ich dann gesehen beim Auspacken, weil ein Hut war dann abgebrochen. Okay, also Agarica zähe mit dieser Velumstruktur. Dann bleibt nicht viel übrig, das ist eine Cystolepiota und dann ist es eben Cystolepiota adulterina, die sich durch die dunklen Lamellen eben gut versteckt. Denkt man an einen Braunsporer. Hatte ich erst auch gedacht, das heißt, ich wäre in einer anderen Familie gelandet aufgrund der Spornpulverfarbe. Aber wenn man dann systematisch vorgeht, dann klappt das. Katharina fragt, die Bugnalia, stimmt, ich glaube, ich habe den Namen falsch geschrieben, richtig. Entschuldigung, Cystolepiota bugnalia ist die Violette, die stinkt. Danke, Katharina. Ja, also zurück. Gut, dass ich auf den Chat, das wollte ich jetzt andersrum. Genau, hier habe ich, ja, Bugnalli. Wie kam das rein? Keine Ahnung. Genau, danke fürs Korrigieren. Okay, also Cystolepiota adulterina. Ich habe auch noch mikroskopiert, aber da war ich überrascht. Aber wenn ich jetzt die Gattungsmerkmale mir wirklich dann wieder vorbete, sozusagen,
dann kann es eigentlich nichts anderes sein aufgrund dieser wunderschönen, starken Velumstruktur. Ich muss nur das Spornpulver kennen. Ich habe eher an einen Risspilzverwandten gedacht, aufgrund dieser schmutzig-braunen Lamellenfarbe, ehrlich gesagt. So schnell kann man dann komplett daneben stehen. Und da dachte ich, welche Malloküber hat denn so komisches Velum? Das ist mir auch nicht eingefallen und war einfach nur völlig aus dem Raster draußen, weil ich aufgrund der Lamellenfarbe nicht auf die Idee kam, genau den Lamellenanwuchs mal zu testen und mal am Hut zu ruckeln. Und schon läuft man fehl. Wenn dagegen generell systematisch das machen würde, dass man sagt, ich prüfe halt mal die Sollbruchstelle, schaue Lamellenanwachs an, dann narrt einen auch so etwas überhaupt nicht mehr. Gut, Leucocoprinus gibt es eben auch noch und da gibt es halt auch so mehlig-staubige Gesamthülle. Das sind die Falten. Tintlinge werden sie auch genannt. Das habe ich jetzt wieder geschrieben. Faltenschirmlinge, Entschuldigung. Die Faltenschirmlinge, das Coprinus, wenn man es auf Deutsch schreibt, das verleitet Tintling, Faltenschirmlinge natürlich. Faltenschirmling deswegen, weil unter dem mehligen, staubigen plötzlich so diese Lamellenriefung, Faltung auftritt. Die sind so dünnfleisch, dass die Riefung durchgeht. Das Bild ist aus dem Internet gezogen. Ich habe selber Leucocoprinus cretaceus erst einmal gehabt. Der war kräftiger, größer. Das kann auch was anderes sein, wenn es so zierlich ist. Aber im Prinzip spielt es keine Rolle. Leucocoprinus birnbaumii, auch eine kleine Artengruppe von gelben Arten. Mir geht es eher um die Struktur, dass man auch sieht, wie bei der Vorgängergattung habe ich hier so fein staubig bis grob staubig mehlige Gesamthülle. Das heißt, das tritt bei mehreren kleineren Gattungen auf. Ich sehe aber auch, dass die Stielform irgendwie komisch ist. Die haben gerne so einen zwiebelförmigen Stiel in der Basis. Das haben die Mehlschirmlinge nicht. Und wenn sie reif sind und alt werden, dann sieht man eben hier, wie bei diesem auch Leucocoprinus birnbaumii im weiteren Sinn, diese starke Riefung, die dadurch kommt, dass der Hut so dünn ist, dass praktisch der fast fleischfrei ist und die Lamellen sich komplett durchdrücken. Das heißt, das sind eine von den wenigen Agaricaceen, wo man die Lamellen durchsieht durch den Hut, weil er eben so extrem dünnfleischig ist, weil die meisten Egerlingsverwandten ja nicht gerieft sind. Das heißt, wenn ich das hier nehme als Merkmal, diese Faltung, also deswegen Faltenschirmlinge, dann ist klar, das ist kein Mehlschirmling, weil die sind nicht so faltig am Hut, sondern sind dickfleischiger, relativ zur Fruchtkörpergröße. Also auch in der kleinen Ausprägung, kleine Fruchtkörper haben noch so viel Fleisch, dass man keine Lamellen durchgedrückt sieht. Bei meinen Faltenschirmlingen sieht man die Lamellen durchgedrückt. Und das wird aber erst auffallen, wenn die Velumschicht abgebröckelt ist und man plötzlich durchsehen kann. Das heißt, bei jungen Fruchtkörpern wird es schwierig. Und da hilft dann auch noch die Stielform, weil die Leucocoprinus-Arten gerne diese zwiebelförmige Stielbasis haben. Das heißt, man muss wirklich alle Merkmale ein bisschen zusammenfassen und dann kriegt man einen Blick, ein Auge dafür, was es sein könnte. Das zusammenfasse, auch hier ist die Gesamthülle eben mehlig-flockig, ähnlich wie bei den Mehlschirmlingen. Und der Hut ist unter dem Velum, da er jung oft nicht sichtbar, faltig gerieft bei alten Fruchtkörpern, gut erkennbar. Hier steht auch korrekt Faltenschirmlinge. Zum Glück. Und der Stiel ist typischerweise in der Basis so zwiebelartig verdickt. Das gibt es noch bei anderen, zeige ich dann auch gleich, aber es geht immer um die Merkmalskombination. Und damit hat man Leucocoprinus auch im Griff, auch wenn man meistens wohl nur die gelben im Blumentopf finden wird, weil die anderen Arten bei uns eher selten bis sehr selten sind. Ja, dann springe ich gleich zur Leucoagaricus selber. Hier habe ich einen Leucoagaricus americanus. Das ist eine Art, die als auf Artebene nicht verwechselbar ist, mit so violettlich überhauchten Stielen. Das Fleisch gilbt sehr stark auf Druck und der Stiel ist zwiebelförmig, wächst in großen Mengen auf Rindenmulchhaufen und scheint sich auszubreiten, jedenfalls bei uns. Aber worauf ich eingehen möchte, ist einfach die Gattung natürlich als Beispiel. Und da schaue ich mir den Ring mal an. Da sieht man wieder so einen komplexen Ring, sogar mit Zahnrad. Das kenne ich ja von Agaricus selber. Aber hier sehe ich auch wieder, wie bei Riesenschirmlingen, dass der Ring nicht am Stiel verwachsen ist. Ich habe ein Häutchen, das abgerissen ist. Und der Stielring wäre beweglich, wenn das nicht häufig verkleben würde. Das heißt,
da denkt man nicht an Riesenschirmlinge, weil die Stilform passt nicht. Aber die Ringstruktur ist eigentlich nicht weit weg. Man sieht die Abrisskante von der Gesamthülle von unten kommend. Man sieht den komplexen Ring. Oben ist vielleicht noch vom Teilhüllbild ein bisschen angehaftet, aber er ist fast schon beweglich. Bei Leukagaricus nympharum war er komplett beweglich. Das heißt, zwischen komplett beweglich und fast beweglich ist hier mit allen Übergängen zu rechnen. Und wenn ich den hier anschaue, Leukagaricus leukotitis, im weiteren Sinne ist der Ring auch so ein bisschen komisch. Der ist wieder dick, komplex, flockig und dann dünn am Stiel dran. Wer das dann mal mit der Lupe auch anschaut, wird auch irgendwo oben und unten eine Abrisskante sehen. Auch der Ring wäre eigentlich beweglich, wenn er nicht verkleben würde. Das heißt, der ist auch wieder fast wie ein Riesenschirmling. Das heißt, und auch hier sieht man eine zwiebelförmige Stielbasis. Lustigerweise zeigt die aber jetzt der Jungfernschirmling, den ich vorhin ja schon vorgestellt hatte, nicht. Dieser Leukagaricus, der sich als Riesenschirmling tarnt, dass diese Stielbasis abrupter knollig, aber von der Zwiebel zu einer Stielknolle ist auch kein großer Weg mehr. Das heißt, da ist der Stiel halt lang gestreckt. Der Fruchtkörper sieht da mehr aus wie ein Riesenschirmling und auch von Hut oben, aber naja, wie gesagt, kein Kallus in kein Porus und kein Safranschirmling, weil er nicht verfärbt, aber damit komplett verschiebbaren Ring. Das heißt, man muss bei Leukagaricus so ein bisschen mehrere Merkmale kennen und mir hilft, dass ich mir den Jungfernschirmling vorstelle und den rosablättrigen Egelschirmling, das wäre der hier, den ich halbwegs gut kenne, und dann die Mischung draus mache, wie komme ich von dem zum anderen. Und dann habe ich eigentlich die meisten so halbwegs im Griff, um es zu erkennen. Was man hier eben auch sieht, ist, dass der Hut bei dieser Art nicht so schirmlingsartig aussieht, sondern eher einheitlich weiß und nicht so aufreißend ist. Das heißt, der sieht aus wie manche weißen Champignons. Das heißt, bei den Egelschirmlingen habe ich von schirmlingsartig, die Jungfernschirmling, dieser Nicht-Riesenschirmling, mit der Kappe in der Hutmitte und dann außen die Schuppen, die abstehen, bis hin zu champignonartig die Huthaut. Das heißt, ich habe hier eine Gattung, die ein bisschen chamäleonartig ist, die sehr variabel in der Ausprägung ist. Ich habe aber immer so einen komischen, dicken Ring, der gern beweglich wäre. Das hilft mir und gerne eine zwiebelförmig erweiterte Stielbasis bei vielen Arten. Und die Lamellen werden bei einigen Arten im Alter rosa, vor allem wenn man die Art liegen lässt. Also im Gelände selten. Man kann sich vielleicht ein bisschen einbilden auf dem Foto, aber es kann auch von der Belichtung herkommen. Wenn der aber mal einen Tag liegt, dann wird er schmutzig rosa. Und damit kriege ich dann für mich so die Egelingsschirmlinge halbwegs im Griff. Die Gattung wird teilweise auch getrennt, da muss man auch ein bisschen mikroskopieren. Aber makroskopisch bleibe ich jetzt mal bei Leukagaricus im weiteren Sinn. Dann geht das so halbwegs, sage ich mal, um die zu erkennen. Das heißt, zusammengefasst, Stiel bei vielen Arten der Basis zwiebelförmig verdickt, Ring beweglich bis angewachsen, dennoch an Riesenschirmlinge erinnern, gern dicklich bis komplex. Lamellen bei vielen Arten im Alter rosa verfärben, Schrägstrich beim langen Liegen. Das hilft so ein bisschen. Und hier nochmal der Leukagaricus americanus von oben. Das wäre wieder einer von den Leukagaricus-Arten, die oben den schirmlingsartigen Hut haben, von der Struktur her, eben mit der intakten Kappe, die beim Strecken dann außen dachziegelartig aufreißt. Und je weiter ich in die Mitte gehe, umso enger stehen die Ziegel, bis ich dann eben eine komplette Huthaut habe. Das von oben nicht unterscheidbar von anderen schirmlingsartigen Pilzen, wie den echten Schirmlingen oder auch Riesenschirmlingen, weil diese Struktur vom Prinzip her tritt ja bei mehreren Gattungen auf. Also das ist eigentlich ganz gut zu erkennen von oben. Da merkt man eigentlich gleich, ach, das sieht aus wie irgendwas Schirmlingsartiges. Dann drehe ich den Pilz wieder um, dann schaue ich wieder die Sollbruchstelle an, freie Lamellen. Dann weiß ich, okay, Agarica C stimmt. Dann ist die Frage, was ist das? Und man sagt dann nicht gleich, ach, sowas, so einfach beweglicher Ring, dann ist ein Riesenschirmling, nicht beweglicher ein Schirmling. Man kann noch ein bisschen ins Detail gehen, schaue die Art des Rings an, ob er diese Komplexität schon hat, ein bisschen dicklich ist, aber vielleicht nicht ganz so fest angewachsen ist. Und wie die Stielform aussieht in der Stielbasis. Und dann kommt man hin und muss halt ein paar Ausnahmen lernen, wie eben den Jungfernschirmling als Extremausprägung in der Gattung Leukagaricus. Leukagaricus americanus ist, glaube ich, sogar bekannterweise magendarmgiftig. Also ich würde von der Gattung gar nichts als Speisepilz verwenden.
Sicher ist sicher. So, jetzt ist eigentlich das meiste schon weg. Jetzt kommen wir langsam Richtung Ende. Die Gattung Echinoderma, da wurde lange überlegt, ist es doch eine Lepiota? Ich bin auch hin und her gerissen. Dann hieß es, nein, man trennt es ab, dann wird es wieder zusammengeschmissen. Ich glaube, jetzt ist es wieder getrennt. Und je genauer die genetischen Stammbäume werden, umso sicherer werden auch die Trennungen werden. Das heißt auch, je mehr Lotsi genutzt werden. Und hier sehe ich eigentlich eine Kombination von so ein paar Gattungen als Merkmale. Ich sehe eine Gesamthülle, die passt nicht zu normalen Schirmlingen. Die bildet diese kleinen Schuppen oder Warzen auf dem Hut und sehen aus, als wenn ich so einen Mehlschirmling hätte, der verdichtet ist. Das heißt, statt mehlig flockig, halt ein bisschen verdichteter. Die Flocken werden stärker. Der Stiel ist relativ glatt in dem Fall. Das sieht aber nur so aus, weil ich sehe hier vielleicht noch ein paar von den Krümeln liegen, auch hier ein paar Krümel. Das heißt, die Schicht überzieht auch den Stiel unten. Der Stiel kann später dann glatt werden. Und zudem sehe ich noch einen Ring oder eine Art Cortina, eine dichte Cortina-Struktur. Das kann später zu einem hängenden Ring werden oder auch sehr flockig werden. Das heißt, der zeigt irgendwie alles. Die Gattung zeigt Arten mit Teilhülle als Cortina, die dann als Spinnweb runterhängt, hier vielleicht zu erkennen. Sie zeigt eine Gesamthülle aus diesen Flocken oder spitzen Warzen. Das passt irgendwie zu nichts, was wir bisher gesehen haben. Aber lamellenfrei und Sollbruchstelle. Da haben wir es eigentlich schon wieder. Das heißt, wir haben hier die Stachelschirmlinge. Das heißt, die sind eigentlich ganz gut zu erkennen. Wenn ich den hier anschaue, das war eine Exkursion, da hatte ich mein Stativ vergessen. Das passiert mir sehr selten. Ich habe so ein riesen Stativ, dann so mit mir rumschleppe und zwar bewusst, um schöne Fotos zu machen. Jetzt war ich ohne Stativ, war dann völlig aufgespitzt, weil es nicht gewohnt war, deswegen die mangelnde Tiefenschärfe. Der ist sehr klein und zierlich gewesen. Dann überlegt man sich, was ist das für eine Hülle? Aber auch hier sehe ich diese Warzen und ich merke richtig, das will so fransig mehlig sein, ist aber nicht wirklich mehlig, das ist verdichteter. Ein Mehlschirmling passt nicht so ganz. Da oben hat er wieder die schöne Cortina. Das sieht man auch. Ach, Lamellen übrigens auch sehr dicht stehen bei vielen Arten. Ui, das dürfte ein Stachelschirmling sein. Es gibt ein paar wenig Arten, auch bei den echten Schirmlingen, die so eine sehr gut körnelig-stachelige Huthaut bilden können. Es gibt ein paar wenig Arten, die man nicht sauber trennen kann. Aber meistens geht es ganz gut. Das heißt, diese auch von den Farben her so bräunlich gefärbte, stachelige bis grob krümelige, warzige Hüllreste an Hut und Stiel. Das macht die Stachelschirmlinge aus. Das heißt, hier hat man eigentlich auch ganz gut im Griff. Es gibt da schon ein paar Arten und für die Bestimmung muss man eigentlich schon mikroskopieren. Beim Großen, der größten Art, die ich erst gezeigt hatte, helfen die gegabelten, sehr dicht stehenden Lamellen. Aber anderen muss man dann schon ein bisschen genauer nachschauen. Den habe ich mikroskopiert und ich kam dann bei Echinoderma perplexum heraus und habe mich sehr gefreut. Ich war also nicht perplex, sondern habe mich eher gefreut darüber, dass das eine Art ist, die ich vorher noch nicht hatte. Gut, dann haben wir es geschafft. Wir haben eigentlich die ganzen kleinen Schirmlinge rausgeschmissen. Dann bleiben noch die echten Schirmlinge übrig. Und das ist gar nicht mal so verkehrt, so rumzuarbeiten, weil die echten Schirmlinge doch sehr vielfältig von der Makroskopie sind. Klar, der Hut ist schirmlingsartig. Es gibt wenig Ausnahmen, wo der Hut erst sehr spät so aufschuppt. Blöderweise gehört auch eine der giftigsten dazu. Lepiota brunio incarnata kann lange Zeit eine intakte Huthaut haben, die er sehr spät dann aufreißt. Dann macht es halt doch. Das heißt, bei Jungen wird es ein bisschen schwieriger. Und leider ist halt der dann gerade einer von den tödlich giftigen, wie gesagt. Aber die Art muss man halt dann einzelartenfalls lernen, dass man sagt, mit den Farben, freie Lamellen, da kommt eigentlich der in Frage. Dann kann man sich gut merken, dass die Gesamthülle oft sehr deutlich zu sehen ist. Entweder Bänder am Stiel hinterlassen oder auch Schüppchen. Manchmal rote Schuppen, braune Schuppen, schwarze Schüppchen, so Krümel sozusagen. Dann, wenn die sehr stark verdichtet sind, können die auf dem Hut auch manchmal drauf liegen, dann denkt man wieder an Stachelschirmling, ein bisschen aufpassen. Aber es kann auch ein Spinnwebüberzug ganz Stiel hochgehen oder das Gesamtvelum kann auch sehr stark reduziert sein. Das ist also hier recht variabel, aber bei vielen, vielen Arten sehe ich die Gesamthülle deutlich. Aber sie ist halt nicht so richtig mehlig, sondern wenn dann bänderförmig meistens oder spinnwebartig oder zumindest grobe Warzen bildend. Die Teilhülle ist oft unauffällig.
Manchmal cortinaartig. Ringe werden gebildet, wenn man genau hinschaut, manchmal aufsteigende Ringe, dann sogar, dann ist klar, dass es Gesamthülle ist, die dann etwas häutiger war. Das heißt, hier ist schwierig zu unterscheiden und manchmal wird der Ring auch wieder gemeinsam gebildet. Aber die Teilhülle ist eigentlich oft recht stark reduziert. Der Ring ist angewachsen oder wenn nicht am Stiel angewachsen, dann brüchig. Es gibt auch hier Arten, deren Ring eigentlich beweglich wäre. Allein schon der Stinkschirmling, der wirklich sehr häufig ist, den glaube ich jeder kennt. Wenn ihr ihn genauer anschaut, ich werde auch gleich mal zeigen, da ist es so, dass der Ring nicht am Stiel befestigt ist. Der ist gar nicht angewachsen. Der kommt als wie so eine Tulpe, sieht manchmal auch von unten hoch, aufsteigend, reißt unten gerade ab, Abrisskante von der Gesamthülle und dann hängt der Stiel so halb der Ring am Stiel. Wenn man jetzt hinfassen würde, um den bewegen zu wollen, dann zerbricht er meistens gleich. Das heißt, man schafft es nicht, den zu bewegen. Und da die Stinkschirmlinge klein sind und die Riesenschirmlinge eher groß sind, gibt es da zum Glück keine Verwechslung normalerweise. Aber es gibt eben da hier ein paar Ausnahmen, wo der Ring eben nicht angewachsen ist, aber dann zum Glück so brüchig ist, dass er oder empfindet, dass er nicht beweglich ist. Wenn ich anfasse, geht er kaputt. Hier ist ein Stinkschirmling von oben. Da sieht man schön wieder diese schirmlingsartige Huthaut, ganz typisch ausgeprägt. Und hier ist der Ring eben beim Aufschirmen in dem Fall sogar abgerissen. Ich sehe am Stiel nichts. Ich sehe keine Stelle, vielleicht da kann man es erahnen. Bis ich sehe eigentlich, die Flockung geht durch. Und der Ring bleibt manchmal am Hut hängen. Den Pilz habe ich übrigens mikroskopiert. Das passt. Auf einem Mikroskop hier mit den Sporen, die ganz hübsch und projektilförmig aussehen. Aber jung ist der praktisch um den Stiel herumgelegt. Sieht dann fast aus, wenn die Huthaut den Stiel runtergehen würde und dann den Stiel umhüllen würde. Das ist eine ganz eigentümliche Ringstruktur und auch der Ring ist ein bisschen doppelt, wenn man das anschaut. Man hat den Farbton drunter, ist er wattig. Hier sieht man auch die beiden Schichten noch gut zusammengebappt. Also es will schon eigentlich so ein bisschen rübergehen Richtung beweglicher Ring, aber er ist viel zu empfindlich, viel zu dünn und deswegen haben wir bei Lepiota im engen Sinne keine riesenschirmlingsähnlichen Strukturen. Zum Glück für die Speisepilzsammler, weil es hier eben auch richtig giftige Arten gibt. Bei den großen Lepiota-Arten, die zum Beispiel Lepiota ignivolvata, haben wir keine nicht angewachsenen Ringe. Das heißt, es betrifft zum Glück nur kleine Arten, wo man dann auch gar nicht dran denkt, manchmal richtig hinzuschauen. Hier so aus der Lepiota-Castania-Gruppe, da bin ich immer unsicher, habe den mikroskopisch dann versucht, als Lepiota ignicolor zu verkaufen. Aber egal, ob es jetzt Castania oder Ignicolor ist, man sieht hier schön Velumbänder. Und da hat es geregnet, sieht man auch wieder. Das heißt, das ist kein Schleimschirmling. Und wieder aufpassen, wenn das jetzt hier wirklich schleimig und nicht nass wäre, könnte man sagen, eine Limazella. Aber da hätte man nicht diese schirmlingsartig aufreißende Huthaut. Das heißt, das passt nicht zusammen. Deswegen ist für mich wieder bei Gattungen wichtig, dass ich sage, ah, okay, ich habe begriffen, dass diese schirmlingsartige Huthaut wirklich nur bei den Egelingsverwandten auftritt unter den Freiblättlern und nicht bei den Amanita-Verwandten, die eher diese gummiartige Huthaut haben, die eben nicht aufreißt, sondern beim Schirmen mitmacht und sich dehnt und deswegen nicht aufreißt und keine Schüppchen bildet. Wenn ich also mal irgendwie im Regen einen Pilz finde, der ein bisschen schmierig erscheint und das Velum ist nass geworden, gehe ich nicht verkehrt rüber zu Schmierschirmlingen, weil die Huthaut ja nicht passt. Das heißt, es ist ja kein Amanita-Verwandter. Und da bin ich wieder nach Ausschluss von anderen Gattungen. Es ist nicht mehlig. Der Ring ist jetzt gar nicht zu sehen. Das war vielleicht die ganz feine Cortina jung, die jetzt abgerissen ist, nicht mehr erkennbar ist. Das heißt, Makrolepiota fällt raus, Chlorophyllum fällt raus. Die Mehlschirmlinge fallen raus, weil die Velumstruktur passt nicht. Die Lococuprinus sowieso nicht. Für Locker Agaricus passt auch gar nichts, die Bänder passen nicht, die Stielform passt nicht. Was ist es dann? Alles ausgeschlossen. Ach, doch eine Lepiota. Winzig, klein, schön, nicht sehr stark aufgeschürfelt, aber man sieht die Schürfelung, dieses Areolierte. Und wenn man dann weiß, stimmt, bei Lepiota gibt es ja diese Velumbänder. Die Gesamthülle ist deutlich erkennbar bei vielen Arten und auch wichtiges Bestimmungsmerkmal, dann fällt man nicht drauf rein. Wenn man jetzt anfängt, Arten makroskopisch lernen zu wollen, und gelernt hat vorher schon auf solche Merkmale wie das Velum zu achten, dann kann man sich viel leichter einprägen, dass man neben der Färbung auch hier Merkmale für die Art
vor sich hat, um sich dann die Arten oder Artengruppen besser einzuprägen. Das heißt, für mich persönlich ist dieses auf gröberen Strukturen zusammenzufassen, auf Gattungsebene mir Sachen zu merken, ein großes Hilfsmittel, um mir damit auch viele Einzelarten zu merken. Hier noch eine historische Abbildung. Lange hat ja die Flora Argaracina danica bearbeitet, die Buta pseudofelina, es gibt noch eine Buta felina mit dem Ring. Hier sieht man, dass die Gesamthülle schwarz ist, das heißt schwarze Flocken am Stiel hinterlässt. Keine Bänder, richtige Flocken. Entsprechend findet man auch im Hut oben dann ablösbare Flocken. Und auch das ist eben in der Variationsbreite der Schirmlinge im engen Sinne enthalten. Er hat auch die Sollbruchstelle schön eingezeichnet als Wiederholung vom Anfang. Das ist sehr schön gemacht. Hier sieht man genau wieder den Konsistenzunterschied des Fleisches mit Grenzzone zwischen beiden Zonen, Hutfleisch und Stielfleisch. Und genau hier bricht der Hut wieder raus. Und mikroskopisch haben manche Schirmlinge eben diese witzigen Sporen mit dem Seitenteil Piculus. Das sage ich jetzt nur, weil er hier so schön zu sehen ist. Auch der Stinkschirmling gehört dazu. Aber auch mikroskopisch sind sie relativ divers, die Schirmlinge. Das heißt, aufgrund der Diversität auch der Mikromerkmale wundert es nicht, wenn sie mal irgendwann in mehrere kleinere Gattungen zerlegt werden. Jetzt noch ein großer, um den noch schön anzuschauen, der ist auch leicht kenntlich. Die Buta ignivolvata, auch da wieder die Schürfligkeit. Und hier muss man aufpassen, das sieht ja wieder fast aus wie ein Zitzenschirmling. Das heißt, die Riesenschirmlinge von oben zu bestimmen, geht fast nicht. Ich muss wirklich alles anschauen. Das könnte von oben wirklich ein Zitzenschirmling sein, aber der hat am Stiel ja einen beweglichen Ring. Das ist aber Lepiota. Ring habe ich keinen. Ich habe eine Cortina, die ist hier oben abgerissen. Das heißt, das ist eine von den Cortina-Arten, also eine deutlichen Cortina. Und ich habe eine Gesamthülle, die hier wieder Bänder erzeugt. Und man sieht denselben Farbton am Stiel wie am Hut. Das heißt, eigentlich ist diese Oberhaut, die abreißt. Wenn man das anschaut, das und das ist dasselbe Struktur. Eigentlich ist das ein verwachsenes Gesamtvelum, die diese Aufreißung bedingt. Aber das ist dann schon sehr tiefgehend, um zu überlegen, woraus besteht denn die Huthaut. Es reicht erstmal, das Gattungsmerkmal zu sehen. Ja, hier haben wir auch eine Struktur, eine Oberhaut, eine Huthaut, die wirklich in der Mitte intakt bleibt und am Rand immer stärker aufreißt. Und dann sehe ich die Gesamtvelum, Bänder. Wenn ich dann den Farbton sehe, habe ich die Art sofort erkannt als die Buta ignivolvata. Das hat man hier wieder die Artmerkmale gleich vor Augen, wenn ich Gattungsmerkmale studiere. Wenn er alt ist, wird dann irgendwann die Stielbasis rot werden. Da kommt der Name ignivolvata her. Und auch das zeigt vielleicht, dass manchmal eine Art Volva zu sehen ist. Eine kleine, also Gesamthülle mit Abrisskante noch zu sehen ist. Also die Buta hat deutlich Gesamthülle und alle Agaricaceen haben Gesamthülle eben auch Champignons, die mir dann Merkmale erklären lassen, wie Ringstrukturen, die ich sonst nicht hätte. Während man als Ganzanfänger meistens dann lernt, dass Champignons eben keine Volva haben, so keine Gesamthülle und Amaniten schon. Aber das sind wir weit darüber hinaus inzwischen, dass wir als fortgeschrittene Pilzkundler sagen, nein, diese didaktische Reduktion für Anfänger zu sagen, mit so einer Gesamthülle ist es dann giftig. Ist natürlich falsch, weil Champignons haben die Gesamthülle nur halt unauffälliger. Und bei den Schirmlingen ist es teilweise so auffällig, dass man sie gar nicht übersehen kann. Wenn ich dann alle Gattungen mal angeschaut hatte und dann wieder Champignons anschaue, merke ich, die sind gar nicht so unähnlich. Und es gibt auch ein paar Champignons, die sogar so eine leicht schürflige Huthaut zeigen können am Hutrand. So ein bisschen Schuppen, die abgehen. Also man erkennt auch da dann die Verwandtschaft. Das heißt, die mal einen Überblick über die ganze Familie zu haben mit allen Gattungen, hilft mir, auch dann wieder zu erkennen, warum manche Gattungen enthalten sind, andere in der Familie sind. So, mein Beruf ist ja Lehrer, mein Hauptberuf. Wie soll ich einen Vortrag machen, wenn ich dann nicht eine Hausaufgabe aufgebe? Natürlich freiwillig ist, ich werde nichts einsammeln und keiner der Zuhörerinnen oder Zuhörer muss mir es abgeben. Aber ich habe eine Gattung ausgelassen und nicht im Vortrag gezeigt. Und die Gattung ist sehr schön zu erkennen, weil es nur eine einzige Art ist. Und wer gut aufgepasst hat, weiß auch welche, weil ich habe jetzt nicht alle Agaricaceen durchgeackert, nämlich die Gattung Camemycetes. Und das ist auch ein schleimiger Schirmling. Das heißt, die Hausaufgabe wäre, raus zu recherchieren, wie man diese Gattung von
den Schleimschirmling, also Limazella im Weiteren, zu unterscheiden kann. Wir haben also hier einen Egelingsverwandten, eine Agaricaceae, die einen schleimigen Hut hat und auch Tropfen am Stiel hat. Und warum ist das dann kein Schleimschirmling von den Amanitaceen makroskopisch? Das heißt, das erkläre ich jetzt heute nicht, sondern lasse diese kleine Lücke offen, damit jeder animiert ist, ein Buch in die Hand zu nehmen und vielleicht nochmal ein bisschen nachzuarbeiten oder im Internet zu recherchieren und sich mal Bilder von Camimycetes fratidus anzuschauen und dann zu überlegen, ja, wie erkenne ich denn diese Art sicher, diese Gattung sicher, in dem Fall die Art, weil es eben nur eine Art bei uns gibt in dieser Gattung. Und damit bin ich durch, habe viel Theorie natürlich jetzt erzählt, auch ein paar Bilder gezeigt und schließe mit diesem wunderschönen Paukenschlegel. Das passt ganz gut zu den Freiblättlern. Das ist Macrolepidolivascens. Man sieht schon ein bisschen das Schmutzige kommen. Eine recht häufige Art im Gebirge, die meistens als Parasol einfach gesammelt und gegessen wird und deswegen kaum kartiert und kaum gefunden wird. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit.